So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Als erster im Chat Alex, Retro Channel und Xena Sidur. Hallo, Commander Chris. Hallo. Ich habe extra meine beste Kleidung angezogen. What? Nein, SWAT. Meine beste Kleidung angezogen heute für euch. Ja, jetzt ist es soweit. Rainbow Six 2, Vegas 2. Es ist tatsächlich so, wir haben beim letzten Mal, als wir 4 gespielt haben, da habe ich euch entscheiden lassen, was wir spielen. Da hatte ich eigentlich schon vor, mit diesem Spiel weiterzumachen. Aber wir haben es dann, ich habe euch dann euch entscheiden lassen, wegen der Diskussionsrunde und dem Verlauf dann, habe ich dann gemerkt, dass ihr mehr Bock auf 4 habt auf jeden Fall. Und aber jetzt entscheide ich, deswegen wird jetzt Rainbow Six Vegas 2 gespielt, denn ich habe Bock drauf. Und ich erinnere mich mit wohligen Erinnerungen zurück an Teil 1 von damals. Wie lange ist es her? 2-3 Jahre. Und wir werden uns gleich mal nochmal einem kurzen Rückblick widmen. Da werde ich ein bisschen was lesen. Ich will es aber gerne machen, weil ich dann gerne Bezug, weil es heißt ja Tom Clancy's Rainbow Six und Tom Clancy ist ja ein Buchautor. Deswegen ist die Story nicht ganz so unwichtig, meiner Meinung nach, immer in diesen Spielen. Und da wird auch ein bisschen Fokus drauf gelegt. Deshalb will ich nochmal eine kleine Rückschau machen, was da abgegangen ist. Und da habe ich jetzt ein paar Bilder vorbereitet. Vegas Jung Park, Michael Walter, melde mich zum Dienst. Sir, yes, sir. Und deswegen werde ich es kurz in den Chat ignorieren. Ich werde es einmal durchrattern, damit wir das haben, einfach im Video, damit ich das hier mal erledigt habe. Und jetzt gucke ich gerade kurz, wo ich anfange. So, ich lese es jetzt einmal schnell und sage ich vor. Ein kleiner Rückblick zu Teil 1. Denn in Teil 1 haben wir unser Protagonist, unseren Helden, war Logan Keller. Man beginnt also als Rainbow-Teamleiter Logan Keller, der mit Gabriel Novak und Khan Akahashi im Jahr 2010 in Mexiko unterwegs ist zuerst. Joanna Torres, das ist die Hubschrauberfrau, die war immer im Hubschrauber drin, wenn wir von Mission zu Mission geflogen sind. Joanna Torres, Rainbows Geheimdienstoffizierin, erklärt, dass Irena Morales, eine terroristische Führerin, festzunehmen ist. Der Hubschrauber wird plötzlich beschossen, während Logan sich abseilt und muss sich zurückziehen. Von seinem Team getrennt kämpft Logan sich durch die Straßen und trifft sich mit Gabriel und Khan in einer alten spanischen Kirche. Das Team gelangt schließlich zu einer Mine, in der sich Irena versteckt hält. Dort löst sie eine Reihe von versteckten Sprengsätzen aus und Logan wird verschüttet. Gabriel und Khan werden von den Terroristen entführt. Als Logan aufwacht, kämpft er sich durch die Mine und entkommt schließlich mit Joanna, die Hütte der Hubschrauberfrau, im Hubschrauber. Logan soll sich jetzt einer neuen Krise in Las Vegas widmen. Er lehnt allerdings ab und besteht darauf, nach Gabriel und Khan zu suchen. Der Chef der ganzen Einheit denkt jedoch, dass die Mission in Vegas mit dem Verschwinden der Kameraden zusammenhängt. In Vegas angekommen wird Logan vor das Calypso-Casino gebracht, das war so eine geile Straße, da wo ganz viele Polizeiautos waren und ganz viele andere Autos, wo er sich mit neuen Kameraden trifft. Michael Walter, ein Sprengstoffexperte, und Young Park, Elektronikexperte oder Hacker. Das Team infiltriert das Calypso-Casino, räumt die Terroristen aus und rettet eine Gruppe von Geiseln. Sobald sie das Casino geräumt haben, müssen sie einen Dr. Philip Smythe retten. Nach der Rettung erfahren sie, dass noch ein Dr. Williams zu retten ist. So, das war die erste Tafel. Im Red Lotus, einem chinesischen Restaurant, retten sie zunächst die Reporterin Trish Gracie. Sie berichtet von einem Nachrichtenwagen als Kommunikationszentrale der Terroristen. Rainbow erreicht schließlich diesen Nachrichtenwagen. Also mit Rainbow ist immer die Einheit gemeint, die drei Leute. Young hackt sich in das System und Michael platziert anschließend eine Sprengladung auf dem Transporter. Das Team wird dann per Hubschrauber abgeholt und zur Rettung von Dr. Williams gebracht. Sie werden auf dem Hotel Vertico Spire abgesetzt. Das Team findet und rettet dort Dr. Williams vor den Terroristen. Dieser informiert das Team über zwei Bomben, eine normale und eine Mikroimpulsbombe. Michael entschärft diese beiden Bomben. Mache einfach. Rainbow wird dann extrahiert, um die Ex-Kameraden Gabriel und Khan zu finden letztendlich. Das Team wird zu Dantes Casino geschickt. In Dantes Spielhalle findet und befreit das Team Gabriel. Bei der Durchsuchung des Baugebiets findet Rainbow Khan, der in ein Feuergefecht verwickelt ist und tödlich getroffen wird. Im Sterben offenbart Khan, dass der Angriff in Las Vegas eine Ablenkung ist und Irenas Terroristen einen weitaus größeren Angriffsplan. So, jetzt kommen wir zur letzten Tafel, dann haben wir es schon. Es stellt sich heraus, dass Irenas Ziel der Nevada-Damm ist. Rainbow wird über die Bombe der Terroristen auf der Brücke im Touristenzentrum informiert. Auch diese entschärft Michael 2 Sekunden vor dem Ende. Dann betreten sie den Damm, um eine Geisel zu retten, die ihnen mitteilt, dass der Damm unter dem Druck des Sees zusammenbrechen wird. Nachdem die Druckkrise im Damm gelöst ist, entdecken sie ein Waffenforschungslabor aus der Zeit des Kalten Krieges. Dort erfahren sie, dass die Terroristen eine Mikroimpulsrakete auf der Dammkrone haben. Logan stößt vor, stellt sich Irena Morales selbst und verwundet sie tödlich. Mit ihrem letzten Atemzug verhöhnt Irena Logan, während sie wahrscheinlich stirbt. Die Mikroimpulsrakete wird in die Luft gejagt.
Logan erhält einen Funkspruch von Gabriel, den sie ja gerettet haben zuvor, der ihm mitteilt, dass er Irinas Maulwurf ist. Gabriel dachte, dass Irina Logan töten wird und ist enttäuscht. Während Logan, Michael und Young zu ihren gefallenen Kameraden eilen, versucht Gabriel mit einem feindlichen Piloten zu entkommen, was ihm auch gelingt. So, Logan erklärt all die Situation und fordert die Organisation hinter Irinas und Gabriels terroristischen Aktivitäten zu finden. Nach Abschluss der Mission erscheint auf dem Bildschirm die Aufschrift To Be Continued. So, Freunde, das ist eine kurze Zusammenfassung gewesen jetzt von allem, was in Teil 1 passiert ist. In Teil 2 werden wir einen neuen Helden bekommen, einen neuen Protagonisten. Wir werden allerdings irgendwann auf unsere alten Partner oder auf die anderen Partner aus Teil 1, Michael und auch Young, treffen. Deswegen wollte ich hier einen kleinen Zusammenhang erstellen und die Sachen hier kurz vorlesen. So, Freunde. Rainbow Six ist ein Taktik-Shooter. Wir haben jetzt in letzter Zeit viele Shooter gespielt. Das waren immer Action-Shooter, Horror-Shooter und so weiter. Und ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, ich will wieder ein bisschen mehr Taktik-Shooter haben. Und deswegen machen wir da jetzt weiter. Es gibt noch, Rainbow Six ist eigentlich nicht so auch mein Gebiet. Ich habe nicht so viele Rainbow Six-Spiele gespielt, außer jetzt Vegas halt eben. Aber das ist auch dem Setting geschuldet, was einfach interessant ist. Und deswegen machen wir da jetzt weiter. So. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir spielen die PC-Version. Ganz klar. Mit dem, ich sehe es hier vielleicht, Xbox 360 Controller am Kabel. Ich habe es versucht, mit dem One-Controller zu spielen. Da ging es auch kurz, aber es ging dann irgendwie auch nicht mehr. Aber das Spiel ist ausgelegt, wegen der damaligen Zeit, auf den Xbox 360 Controller. Deswegen habe ich jetzt einen kabelgebundenen alten 360 Controller, den ich hier benutze, um das Spiel zu spielen. Das wird smooth und cool. So. Hier gehen wir rein. Da sehen wir alles. So. Diese gut. Xbox-Controller, diese gut. Okay. Und dann gehen wir mal hier rein. In das Spiel. Ich hoffe, es ist alles offen. Wir sehen alles. CD-Version wird gespielt mit Laufwerk. Ist klar, ihr seht hier, das Laufwerk ist da. Wir klicken einmal drauf. Und dann können wir hier spielen. Mit dem Sound und so, das muss ich alles noch checken, ob das passt. So, aber wir sollten jetzt reinkommen. Ach ja. So, und da sind wir schon. Ubisoft geht es jetzt halt nicht so gut, leider. Demonware weiß ich auch gerade nicht genau. Und die Unreal Engine wurde natürlich benutzt. Die also gut, das ist für den Multiplayer gedacht, diese Nachricht, aber brauchen wir nicht. Diese Teufelsfratze wird mich nicht mögen. Was für eine Teufelsfratze? What are you talking about? So, hier sind wir. Desktop-Bild. Wieso Teufelsfratze? Das war doch der Shadowman. Das war der Shadowman, war das, Xena. So. Es gibt hier das Spiel. Wir spielen die deutsche Version. Wir müssen die deutsche Version spielen, weil die unzensierte Version verboten ist, indiziert ist. Leider, es gibt ein paar Bluteffekte, die entfernt wurden und dieses Skills- oder so ein Belohnungssystem ist entfernt worden aus dem Spiel, wo, wenn man Kopfschüsse macht und so weiter, dann kriegt man eben mehr Punkte und so ein Kram. Und, ja. Nein, wir spielen nicht auf Easy. Wir spielen wie beim letzten Spiel auch auf Realistisch. Was heißt, wir werden nach 2-3 Schüssen tot sein. Und was aber auch heißt, dass ich die vollen Verfügbarkeiten des Spiels, die es mir bietet, nutzen werde. Das heißt, ich werde immer Young und immer Walter vorschicken, dass die erstmal die Drecksarbeit machen. So, deswegen war nämlich auch das Ding, warum die das letzte Mal so oft tot waren, weil ich muss es einfach aufgrund des Schwierigkeitsgrades die immer vorschicken. Das ist einfach besser gewesen. So. So, rein in den Lachs. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Einzelspieler fortsetzen. Nein, will ich nicht. Ich will Szenenauswahl. Ja, aber das ist irgendwie jetzt doof. Warum steht hier jetzt fortsetzen? Mein Charakter. Wir können hier den Charakter ausrüsten und verschiedene Kleidung anziehen. Das ist also dich, Xena. Auch vom Gesicht her können wir ihn ändern und all so ein Kram. Aber ich habe da irgendwie kein Bedürfnis danach richtig. Das ist alles so für den Multiplayer gedacht auch. Deswegen lassen wir das sein und gehen zurück. Und da muss ich jetzt doch quasi dieses Ding. Aber ich dachte, weil ich habe ja schon mal Probe gespielt eigentlich. Aber deswegen, naja. Anmelden? Nee. Gut, dann müssen wir die Szenerie eben auswählen. Story. Verhandlungen. Ja. So, hier, Freizeit, normal oder realistisch.
Wir nehmen realistisch. Das Pyrenäen-Observatorium hoch über den Wolken liefert wichtige astronomische Daten und wurde kürzlich zum Testgelände für eine neue Kommunikationstechnologie umfunktioniert. Also, ihr seht, wir fangen nicht direkt in Vegas an, wie auch beim letzten Spiel. Es fängt erstmal anders an. Nur ein wahrer Anführer geht durch den dunklen Wald der Niederlage und tritt dann wieder, habe ich leider nicht gesehen, Frankreich. Vor 5 Jahren. Und ich habe schon direkt die Steuerung. Also, wir heißen Bishop wohl und sind hier nun in den Pyrenäen in Frankreich. Ah, ich muss direkt umschalten, warte mal kurz. Ich habe hier noch einen anderen Bildschirm. So. Ich muss sagen, ich hatte einen anderen Xbox 360 Controller, der hatte leider einen Drift. Ich habe jetzt hier den, der schien erstmal gut. Und ich hoffe, es passt alles soweit. Ich mache das Spiel noch ein bisschen leiser. So. Die Pyrenäen, meine Damen und Herren. Wir sind auf dem Hubschrauberlandeplatz offensichtlich. Und genau. Ich habe mich natürlich in die Steuerung schon ein bisschen eingeführt oder eingearbeitet. Wir werden aber jetzt hier trotzdem einfach mal die Tutorials machen auch. Guck mal hier. Da sind sie schon. Wie gesagt, wir sind hier in der Tom Clancy-Geschichte und das ist immer sehr spannend. Weil es hier auch viele Nebencharaktere gibt, die wichtig sein könnten. Ich kann noch nichts machen, ich kann nichts schlagen. Kann ich eine Granate werfen? Nee, ich kann doch gar nichts machen. Hallo Comprisma und guten Abend. Guten Abend und ein schöner Smiley noch hinterher. Genau, ich habe vor Jahren schon mal angefangen, das zu spielen, aber es waren nur 2 Folgen und deswegen fange ich jetzt ganz frisch an. Und wir vergessen das, ich das schon mal gespielt habe, angespielt habe. Und außerdem haben wir damals die 360-Version gespielt. Diese PC-Version hier sieht also wesentlich besser aus. Ja. So. Bishop. Ist eine Weile her, Dee. Oh ja. Sie sehen anders aus. Ich möchte Ihnen unseren Unterhändler vorstellen. Lieutenant Monroe. Lieutenant? Unsere Geiseln waren hier, um einen neuen Funkturm einzuweihen. Revolutionäre Technik. Die EU ist bereits auf diese Station angewiesen. Das sind ambitionierte Männer. Sie werden reden wollen. Offen gestanden sind die Verhandlungen nur Ablenkung. Team Alpha ist vor Ort, Sie leiten Team Bravo. Wir umzingeln die Anlage und wenn beide Teams bereit sind, befreien wir die Geiseln. Monroe hält sie auf, während wir uns bereit machen. Mal sehen, was unsere Rekruten können. Okay, so machen wir's. Bravo zu mir! Passen Sie auf sich auf. Sowieso. Okay, die geht jetzt verhandeln. Ich habe Versorgungssteg, der unter die Blockade führt. Der Unterhändler wird über Ihnen durchkommen. Gehen Sie alleine. Leise. Ich ziehe Alpha aufs Dach. Infiltrieren Sie die Verhandlungen und warten Sie auf Team Alpha. Okay. Hi. Ich muss sagen, das Spiel ist alt, ja. Aber es hat einfach auch einen Charme irgendwie. Bildet uns gut, sehr hervorragend. Es hat einfach einen gewissen Charme auch, diese alten. Ich meine, die sind ziemlich geil, das ist ziemlich detailliert so. Den ausrüstungsmäßig und so, das sieht alles immer noch recht okay aus. Wir sind natürlich nicht mehr auf einem Niveau von... Was ist eigentlich Taktik... Was gibt es aktuelles Taktik-Shooter? Rainbow Six Siege kenne ich nur. Aber das ist auch schon uralt. Aber sonst Taktik-Shooter-mäßig habe ich gar keinen Vergleich. So, das ist mein Team, oder? Mein aktuelles? Nee, noch nichts. Okay, warte kurz. Ah, hier Französisch. Wir waren ja vor kurzem in Frankreich. Urlaub machen. Oh, rechts oben? Ah, scheiße, da genau, wo mein Gesicht ist. Gibt es eine Einblendung? Das sind die beiden, die wir gerade gesehen haben. So, die werden jetzt zu den Verhandlungen gebracht. Und ich soll irgendwie heimlich, ich komme jetzt schon durchtrenntes gelbes Band, heimlich irgendwie infiltrieren hier. Auf dem Steg patrouilliert nur eine Wache. Verstecken Sie sich und schalten Sie sie aus, wenn ich los sage. Jetzt geht's los. So, Tutorial erstmal. Los. LT. Oh, jetzt hat er losgesagt. Auf dem Steg ist nur eine Wache, okay. Guck mal, den hier. Ach, ich liebe dieses wirklich an die Wand lehnen und so um die Ecke schießen. Das ist einfach cool. Guter Schuss. Bishop macht den ersten Kill. Danke. Also geht die erste Runde wohl auf dich. Geil. I like. Und einfach, wir werden ganz langsam spielen auch, ne? Eben jetzt so ein bisschen die Hektik rausnehmen. Der hat eine neue Waffe.
Aber die AK mit Schalldämpfer ist eigentlich ganz cool, oder? Ah, wir haben noch eine Waffe, okay. Ah, die hat keinen Schalldämpfer. Konnte ich die nicht... Warte mal. Los, los, los! Ah, genau, jetzt kommen meine zwei Boys da. Das sind meine Jungs hier. Das sind nicht Michael und Dings. Ich werde die aber eh immer meistens zurückhalten, außer eben, es muss irgendwas angegangen werden. Ah, ich mag die Stimmung, gefällt mir. Habe ich die Waffe jetzt liegen lassen? Ja, ich lasse die mal liegen hier. Einmal kurz checken, was die Physik so macht, okay. Ist keine Physik. Das wird ja missionstechnisch oder munitionstechnisch jetzt nicht so wild sein, ne? Gut. Aber der wird geht doch bestimmt. Ah ja. So kann man taktisch das alles schön nutzen. Genau, ich kenne auch spontan nur dieses Rainbow Six Titel. Es gibt noch Ghost Raccoon, aber das ist auch relativ alleingelassen. Aber auch von Ubisoft. Und da gab es, glaube ich, den aktuellsten Teil auch noch. Aber naja. Gut, nochmal kurz hier gegen die Wand lehnen, geht alles klar. So, ducken. Ducken ist auch klar. Das ist Zoom, okay. Wir haben das Dach erreicht. Schöne Aussicht. Wir werden von Scharfschützen niedergehalten. Nach den Plänen müsstet ihr voraus eine Treppe finden. Nehmen Sie das Team, hoch die Treppe und raus hier. Dann kann Alpha in das Gebäude eindringen. Okay. Ich höre klassische Musik. Snake Cam, genau. Ziehen Sie auf den Boden, das kenne ich alles noch. Snake Cam hier an unter der Tür, dann einmal A drücken. Und dann wird hier diese Kamera hier aktiviert. Oh, warte kurz, das war ein falscher Knopf. Snake, und damit kann ich so ein bisschen durch den nächsten Raum lurken. Und kann aber auch Leute markieren, Feind markieren. Und dann machen meine beiden Boys es nämlich. Das machen wir jetzt mal. Das kriege ich noch gar nicht beigebracht. Okay, die, okay, nee, ich mach was der sagt. Na, okay, guck mal. WLB ist das hier? Nee, das ist nicht falsch. Das hier ist er. Ey, ich bin so dumm. Er hat erste Priorität. Also er wird als erstes getötet. Er ist das und dann er. Ziel. So. Die sind markiert. Jetzt sage ich denen, bewegt euch nach zur Tür. Geh in Stellung. Dann stellen die sich auf. Steh auf gegen die Wandlinie. Trinken. Also ich trinke Eistee wieder. So, und jetzt nehmen das sich unten gleich. In Position. So, Tür geschlossen. Infiltration muss ich, glaube ich, drücken. Kommt her! Nein, das war falsch. Eindringen vorbereiten. Okay. Ah ja, hier, oben das Symbol. Stimmt, links unten ist oben das Symbol, dass die Tür aufgemacht wird. Und dann erledigen die beiden hoffentlich die beiden Typen. Öffnen und säubern. Öffnen und säubern. Steht noch einer weniger. Danke, geschafft. Schon erledigt, schaut. Muss ich mir gar nicht die Hände schmutzig machen hier. Hier kommt die Musik hier wahrscheinlich. Oh! Okay, das sind meine Jungs. Wir sind drin. Ja. Ich habe jetzt die beiden erledigt, damit die das machen können hier quasi. Das heißt, keine Panik. Die Musik gefällt mir nicht. Kann man die ausmachen? Anscheinend wohl nicht. Oh, wir haben wieder Glas hier. Aber ich kann nicht schlagen. Aber ich liebe es, wenn Glas zerberstet. Ihr wisst es. So. Neu informieren. Nach dem Eindringen durch eine Tür wartet ihr Team, bis sie es rufen. Okay. Neu informieren. Hier, der hier. Der Zwirbler. Wird quasi gemacht. So. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Speichern ist. Ach, es gibt Checkpoints natürlich. Okay. Ich hoffe, das Spiel speichert aber dann auch von alleine. Naja, die Checkpoints sind die Speicherpunkte quasi. Okay. Die Pyrenäen. Wer kennt sie nicht? Das sind, glaube ich, meine Boys. Ist das Spiel hoffentlich laut genug, ja? Oh. Da ist die Musik weg. Kein Quicksave möglich? Ich glaube nicht. Es wäre auch ein bisschen lame, glaube ich. Weil es macht ja die Spannung aus mit den Checkpoints. Das war im alten Spiel auch schon so. Achso, zur Tür bewegen, okay. Ich würde gerne so schlagen können, weißt du? So mit der Waffe. Aber das geht, glaube ich, nicht. Snake Cam wieder. Wir können sogar zoomen, aber hier scheint die Luft rein zu sein. Okay. Ich geh trotzdem mal geduckt hier. Oh!
Okay, aber das ist meiner. Hi, deswegen bleib mal hier. Jawohl, in Position. Und zu warten. Mir. Nein, nicht warten. Bleib warten. Hier. So, ne. Und die hören auch. In manchen Spielen, oft Spielen, wo man solche Kameraden hat, die hören ja oft nicht. Aber die tun das schon, denke ich mal. So, Checkpoint erreicht. Guckt mal. Sehr schön. Ich warte nur, bis dann auch irgendwann mal Remakes kommen vielleicht. Oder ja. Novak, beeindrucke mich. Wir können Tangos erledigen, die sich hinter einer dünnen Deckung wie Holz, Regex oder auf Blech befinden, indem wir einfach durchschießen. Gut. Wer sind die? Glaubst du, die sagen mir Kugeln können dünne Materialien wie Holz durchschlagen. Die sind wie... Was? Hier ist doch sonst niemand. Die Bullen können zuhören. Die haben Lasermikrofone und sowas. Aber was will ich durch Sachen schießen? Ich will Kopfschüsse verteilen. Du hast damit angefangen. Gut. Dann halten wir jetzt beide die Klappe. Oh, jetzt habe ich natürlich keinen Schalldämpfer benutzt. Aber den haben wir auf jeden Fall erledigt. Ja, ja, guck mal da. Da ist schon der nächste. Tja! Verstärker! Wir brauchen mehr Verstärker hier. Es ist zu wenig Musik hier. So, jetzt sollen die mal herkommen hier. Dass sie mir immer Stück für Stück folgen quasi. Schön funktioniert das, wunderbar. Also wie gesagt, wir sollten jetzt hier durch das Holz schießen wahrscheinlich. Aber ich will Headshots verteilen. Sie können über kleine Objekte springen, okay, alles klar. Los! Dann kommt ihr auch mal hierher. Ich habe die falsche Waffe auch. Die hat natürlich keinen Schalldämpfer, die hat einen Schalldämpfer. So, Boys, kommt ihr. Es gibt übrigens neue Animationen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es wurden neue für Twitch-User mit Abo Prime. Unterstützer haben wir jetzt neue Animationen. Einmal Bossfight irgendwie habe ich, glaube ich, gemacht. Dann Normalfight. Und noch irgendwas, glaube ich. Oh, hier komme ich nicht hoch. Okay, gut. Aber Bossfights wird es hier nicht geben, sowas. Sprinten, okay, alles klar. Kennst du den mit der Frau in der Kirche? Den mit dem französischen Priester? Nein, nein. Oh, aber nicht der mit dem Lichtkegel, der auf die Kirche fällt und... Nein, der auch nicht. Dann der mit der Jungfrau? Nein, nein. Keller, jetzt Mann, du, Scheiße. Eine Bedrohungsabschätzung. Was? Die Jungs haben jetzt ordentlich hab ich ihn vergessen. Aber ihre mangelnde Erfahrung kommt durch. Wir können sie leicht in die Zange nehmen, wenn wir uns teilen. Ja, jetzt pass auf. Jetzt sehen wir hier die Situation, da ist noch eine Tür. Und da schicke ich jetzt mein Team hin, von außen quasi. Zap. Aufreihen. So, aufreihen. Jetzt sollten die kommen und gehen dann zu dieser Tür hin, die hier ist. Und dann nehmen wir die Arschlöcher nämlich in die Zange, von beiden Seiten. Zap, zap, schau, die machen das schön. Jetzt gehe ich wieder hier. Ah, ich liebe das irgendwie. Dass man das so... Wenn das gut funktioniert und alles... Jetzt mache ich wieder den Markierer hier. Machen die erstmal den. Zuerst aus. Und dann Sie den. Zweite Priorität. So. Entferne mich. Ich mache jetzt natürlich mit. Und dann gebe ich jetzt gleich einen Befehl zum Eindringen. Und dann mache ich selber die Tür auf. Noch nichts. Krieg nur jede Menge Funksprüche rein. Öffnen und säubern. Keiner weiß, was hier vorgeht. Öffnen und säubern. Okay, gut. Meine Jungs sind einfach zu schnell. Es sind aber noch nicht Michael und Young, aber es sind trotzdem gute Jungs hier. Alles klar. So, hier haben wir jede Menge Kram. Ah, oh, die guten alten Röhrenmonitore, Mensch, das waren noch Zeiten. Wenn ich schon nicht schaffe, auf Gegner zu schießen, dann schieße ich wenigstens auf die Bildschirme hier überall. So, das sind die Jungs. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Nee. Mein Ziel ist hier vorgegeben. Wir machen immer die Snake Cam. Wir müssen das machen. Nicht, dass wir in irgendeine Falle geraten. 7 Euro Stadt bekommen für Tomb Raider Collection. Okay. Weil es irgendwo billiger war, oder wie? So ein Amazon-Ding. Eindringen vorbereiten. Ach, was? Eindringen? Nein, nein, nein. Im Eilschritt. Das kann ich nicht tun. In Position. Checkpoint erreicht. Ui, kurz Angst gehabt. Team bewegen nach. Zielen Sie auf die Tür und drücken Sie auf die Aktionstaste, um Ihr Team dorthin zu bewegen. Okay. Aufreihen! Kennst du den mit der Frau in der Kirche? Den mit dem Oh, hallo! Priester? Da ist die Michaela. Nein. Oh,
Aber nicht der mit dem Lichtkegel, der auf die Kirche fällt und... Hä? Warum sind die nicht da? Der auch nicht. Okay, was ist hier los? Der mit der Jungfrau? Warum kommen die nicht? Nein. Ach, Mann, Scheiße. Jetzt können sie erst. Müssen beide Türen offen sein, das ist ja auch lustig. In Position. In Position. Okay, dann das gleiche Prozedere nochmal. Snake Cam. Oh ja. Wir zoomen etwas. Der schießt als erstes, wenn er uns sieht, wahrscheinlich. Ziel erfassen. Erste Priorität. Er hat zweite Priorität. Er ist das zweite Ziel. Noch nichts. Eigentlich würde ich selber gerne schießen. Ja, aber keiner weiß, was hier vorgeht. Prima. So, warte kurz. Ich gehe mal. Hier war Glas. Vielleicht kann ich hier durchschießen. Schon dabei. Fuck. Hast du das gehört? Scheiß Amateure. Ja, aber keine Sorge. Ich deck dir den Rücken. Da ist der erste. Okay, öffnen und säubern. Was gehört? Öffnen und säubern. Ich bin in der Zone. Ich spüre es. Klasse. Aber denk an meine Worte. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Nicht aufs Bauchgefühl verlassen, nachdenken. Ja, ich weiß. Keine Sorge. Ach so. Stimmt, Freunde, das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Einer der beiden hier ist Logan Keller. Wir sind quasi in der Vergangenheit. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig, weiß ich, aber es wurde gar nicht so richtig vermittelt. Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Das ist schade. Einer von den beiden ist Logan Keller, also spielen wir hier in der Vergangenheit. Da war der Logan noch hier Mitmacher. Coco hat auch abonniert mich, super, vielen Dank. So. Dann geht's jetzt mal hier weiter. Also wir sind Bishop, einer davon ist Keller und ein anderer Typen, der uns hier hilft. Los, los, los! Weiß ich jetzt gerade gar nicht. In Bewegung. Deckung nehmen, okay, sie an. Ja, gut, das wissen wir alles schon. Das wissen wir alles schon. Ach, guck mal hier. Wäre cool, wenn ich noch durch den unteren Türschlitz durchschießen könnte noch. Direkt in den Kopf hier. Guck mal, wie cool er die Kappe falsch rum hat, ne? Wird ihm auch nichts nützen. Den mache ich jetzt, komm. Ihr Jungs, ihr bleibt da, den mache ich jetzt mal. So, Achtung. Tja. Gute Nacht, Freundchen. Du hast auch wie ein Roboter bewegt, das ist leider, ne? Das ist ein bisschen alte Technik halt, ne? Aber tschüss. Muss man sagen können. Der hat die Aussicht hier genossen, tja. Ist auch schön. So, Jungs, kommt mal her. In Bewegung. Hey, mal sehen, ob Sie den Typen treffen können, Bishop. Ob ich den Typen treffen kann? Mit der Zoom-Taste kann ich es locker. Ups. Guter Schuss, Sir. Ziemlich gut, aber nicht mal annähernd, mein... Reaktionszeit? Nein, Distanz. Guck mal, der linke, das ist Logan Keller, den kennen wir doch. Sein Gesicht kenne ich doch. Das ist doch ganz klar. Genau. Feuerrate. Ach ja, ich kann die Feuerrate des Gewehrs noch ändern. So, nehme ich hier auf. Einzelschuss, was ich da eigentlich lieber mag. Schalldämpfer absetzen. Genau. Schalldämpfer. Okay. Gut. Stimmt, die Steuerung muss auch nicht mehr erstmal reinkommen. So. Michaela, wir müssen zu den Pyrenäen das nächste Mal. Das ist auch Frankreich hier. Ich spiele hier gerade in Frankreich. Und da ist es schön kalt auf jeden Fall mal. In die Berge. Michaela, du magst doch die Berge. Wir sollten mal die pyrenäischen Berge. Drücken Sie die Aktionstaste nahe des Hakens, um das Abseilen zu beginnen. Ach so, genau. Hier ist eine Tür. Oh ja, jetzt wird geil abgestylt. Das kennen wir auch noch von früher. Team benutzen, abseilen. Okay. Und ich muss auch abseilen. So. Wir gehen mit dem Kopf voran. So, mit dem Kopf voran. So, das ist einfach geil, Mann. Das ist so geil, Taktik-Shooter, Mann. Guck mal, da stehen sie, siehst du? Ah. Nach oben. So, können wir uns jetzt langsam abseilen. Trinke nicht vergessen. Wenn der Team ein Fenster erreicht, befehlen sie ihm, es zu stürmen. Okay.
Aber ich glaube, ich schieße erstmal selber. Oi. Das wird wieder ein satter Kopfschuss. Aber da muss ich schnell sein, weil da ist noch jemand. Oder kann ich nicht? Ich kann die nicht markieren, ne? Abseilen. Hier, ja. Positiv. Okay, ich hole die erstmal. Gleich muss links das Ausgegraute dann aktiviert werden, normalerweise. Oh, jetzt bewegt er sich weg hier. Ne, es passiert aber nicht. Kann ich die... An Seil! Wir kommen weg. Ja, ist die Scene aber ready? Warum kann ich aber nicht den Befehl geben? Achso, erstmal abwärts. Herkommen! Jungs, was ist los? Position halten. Nein. Komm zu mir. Das kann ich nicht, Sir. Okay, gut, keine Ahnung. Dann lassen wir das. Dann leg ich los. Das war eigentlich nur ein Arschschuss. Wo ist das weiße Käppchen hier? Ei! Okay. Oh, ist jetzt schon, ich bin einmal getroffen worden. Schon wird der Bildschirm etwas dunkler. Das ist nicht gut. So, warum können die jetzt nicht abseilen? Zurück zu mir. Na klar. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ach, weil wir noch so umgekehrt waren, deswegen. Jetzt, so. Jetzt kann ich Befehl geben. Öffnen und säubern. Rein mit euch. Einbrechen. Alles klar. Okay, Jungs. Die haben alle Waffen hier, aber ich glaube, ich bin erstmal zufrieden mit meinen. Boah, teure Kaffeemaschine hier auch. So. Da ist niemand versteckt. Möp, möp. Ist das keine Tür hier? Ja. Oh, keine offizielle Tür. Ne, alles cool. Aber das hier. Gut, sauber. Karte, halt sie die taktische okay, Karte. Es führen genau. Drei Türen in diesen Raum. Im Eilschritt. So, das ist immer die taktische Karte, die kennen wir auch noch vom alten Teil. Da vorne ist unser Ziel, wohl dieser vierte Punkt. In Position. So, das sind meine Jungs hier. Nice. Aber ein bisschen dumm. Entschuldigung. Waffen frei. Waffen frei. Schießt nur zurück. Okay. Oha. Ja. Team bewegen zu dieser Tür. Okay. Aber keiner weiß, was hier vorgeht. Nein. Da war nichts. So, ich sehe, wir sind ready. In Position. Okay, da ist ein Typ. Den müssen die erledigen, natürlich. Den sehe ich aber jetzt hier nicht. Das heißt, ich kann den auch nicht markieren. Das ist taktisch, glaube ich, nicht gut. Was war das? Ich glaube, ich schicke die doch lieber an die Tür. Aufreihen! Geh in Stellung. In Position. Okay, lass mich nochmal kurz das überlegen hier. Gut, ich markiere jetzt die beiden, aber dann müssen die eh den ersten vorne töten. Er hat erste Priorität. Und ich erledige den hier direkt. Okay, hoffen wir, dass es gut geht. So. Und los geht's. Öffnen und säubern. Öffnen und säubern. Okay. Man kann sich immer verbessern. Ich war perfekt. Fragen Sie... Dies ist dein Team. Vertrauen ineinander ist wichtiger als alles. Wir arbeiten zusammen und wir schützen uns gegenseitig. Alles andere ist egal. Verstanden? Oh, keine... Ja, Sir. Boah, es hat aber gedauert, bis die geantwortet haben, ey. Oh, mir sind Splatter-Effekte. Also es gibt schon Bluteffekte, aber nicht so... Man kann die Leichen auch im Nachhinein nicht mehr anschießen. Das ist so die Zensur auch des Spiels in der deutschen Version. Das Türchen machen wir auch noch auf. Ist halt leider schade alles immer, ne, mit der deutschen Version und so, aber darf halt nicht streamen. So, was haben wir hier? Los! Nichts. Bewegung! In Bewegung. Dann geht's hier mal weiter. Hochklettern, zielen Sie auf das Seil und drücken Sie auf die Aktionstaste, um hochzuklettern. Okay, das sind die Seile gemeint hier. Okay.
Aber, aha, natürlich, wir können anders nicht hoch, weil hier unüberwindbare Hindernisse sind. Deshalb müssen wir uns hoch sein. Na gut. Gut, aber den Leuten hier auch sagen. Seil benutzen! Dass die das Seil benutzen sollen. So. Der gleiche Spaß wie eben. Seil auswerfen! Ah, okay, keine Ahnung. Der ist wieder blockiert, da ist die KI doch nicht ganz so gut. Oh, guck mal da. Oh, da ist sie. Oh, das sind meine Jungs. Okay. Hä, warum kommen die jetzt nicht? Springen. Ja. Los. Wir wissen, warum. In Position. Die nicht ans Seil gehen jetzt. Ans Seil? Die beiden Jungs, jetzt können sie, guck mal. Jetzt spuren sie endlich mal. So, und jetzt aufwärts. Komm mal, warum war das jetzt? Ne, warum kommen die nicht? Komm zu mir. Bleibt hier. Zurück zu mir. So, jetzt. Ja, muss die unter Kontrolle haben, so ein bisschen. So, gucken, ist da was? Geht doch, Jungs. So. Soweit alles klar? Glasklar. Gut. Six hatte recht mit dir. Soweit so beeindruckend. Danke, Sir. Oh, hey, warte mal. Im Einschritt. Schön mal. Erstmal. Warten. So. Immer. Oh. Beobachten, gehen Sie hinter den Betonblock und decken. Worauf warten wir? Dass diese Idioten ihren Sektor sichern. Ach ja? Die? Wer sind die? Glaubst du, die sagen mir sowas? Aber diese Typen sind wie. Was? Wie ist das sonst? Okay. Die Bullen könnten zuhören. Die haben Lasermikrofone und sowas. Also halt die Klappe. Okay. Lasermikrofone. Okay, dann halten wir jetzt beide die Klappe. Und fress erstmal Rauch. So. Hä? Muss ich gedrückt halten, oder was? Ah ja, hier. Rauch, Ahnung, kurz. Rauchgranate. Hä, warum macht er das nicht? Ah, jetzt. Scheiße. Das klang wie... Thermalscan verfügbar. Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Nichts. Der. Hat mir echt Angst. Scheiße, schlecht geschossen. Oh, der war schön. Okay, jetzt sollen die Jungs mal rein. Das sollen die Jungs machen. Obwohl er kommt. Okay, gut, hab ich's gemacht. Ihr habt zu lange gebraucht, Boys. Oh, ihr seht schon, die Grafik ist wieder schlecht. Das heißt, mir geht's nicht gut. Es wird direkt verpixelt, aber jetzt geht's wieder. Gut. Also, das ist alles nur Übungssache hier, wie gesagt. Wie sieht's aus, Bishop? Bereit. Die Verhandlungen laufen noch. Alpha deckt die Rückseite, Bravo die Front. Wir warten, bis beide Teams in Position sind. Na fein! Endlich gibt es hier ein bisschen Action. Action? So, was ist hier? Leider keine Dosen, die rauskommen. Da ist die Tür. Auch Glaseffekte, schaut mal, sehr partiell auch. Cool. Hier kann ich natürlich wieder nicht durch. Bewegung! Nein. Los. Munition knapp. Oh ja, scheiße, ich muss mit meiner Munition aufpassen. Alright. Snake Cam. Okay, alles cool. Checkpoint erreicht. Nachtsicht, drücken Sie auf die Nachtsicht-Taste, um die dunklen Bereiche besser zu sehen. RB. Ja, das ist ja das hier, oder? Ja, muss ja. Oh, das ist thermal. Nee, warte mal. RB? Ach, hier. Das ist die Nachtsicht. Ja, okay. Boah, dieses Muster irritiert mich aber mehr. Wir bleiben still. Kein Schuss, bevor Alpha das Zeichen gibt. Ja,
Warum schalten wir sie im Eilschritt raus? Befehle. Alright. Rücke vor. In Bewegung. Gut. Das sehe ich aber ohne besser, glaube ich. Gefällt mir nicht so die Nachtsicht, muss ich sagen, im Spiel. Ich hätte lieber eine Taschenlampe. Müssen aber gucken. So geht's wieder besser, aber in diesem Snake-Cam-Modus auf jeden Fall ist nicht so nice. Schießt nach Belieben! Nein! Nur zurückschießen! Taktische Karte, okay. Nur zurückschießen, okay. Okay. Die Tür ist verkabelt. Los! Oh, die Tür ist verkabelt. Oh ja, das ist verkabelt. Rainbow Six Vegas. Ich habe nicht so viele gespielt. Team, entschärfen Tür. Okay, das muss einer von den beiden Jungs machen. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist, ja. Weiß nicht, ob er es entschärft. Beeilung! Kann es aber auch schief gehen. Ah, der andere macht's. Schau, Logan Keller macht's nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ja, ja, ich... nervös, wenn sie mir über die Schulter gucken. Super. Alter, Maul jetzt! Bring uns durch. Sir. Boah, wenn es jetzt explodiert. Ich hab's. Bewegung. Nicht gleich rein, ihr Arschlöcher. Was ist denn mit euch los? Nicht feuern, bis Alpha den Befehl dazu gibt. Okay, was? Feuerfreigabe? Negativ, warten auf Alpha. Ja, im Moment haben Sie also die Oberhand. Sie haben gute Gründe, sauer zu sein. Sie können immer noch als die Guten dastehen. Ich möchte, dass Sie die Guten sind. Sind wir. Genau. Wenn Sie die Geiseln verletzen, ändert sich das. Wir können das zusammen... Ui! Wieso schießt er? Los, habt ihr nicht schießen! Ihr hättet zuerst geschossen! Ja, ja. So, erstmal hierher kommen. Zu mir! Ui, die kommen schon. Das sind die Geißeln gewesen, okay. So, ihr wartet jetzt mal hier, Freunde. Jetzt mache ich das nämlich alleine. Ihr nervt nur. Hat der eine geschossen hier? Beschützen Sie die Geißeln, okay, ja. Die Geißeln sind hier. Ich nehme die andere Waffe, die kann mir besser zoomen. So. Na. Oh. Gut erwischt. Auch gut erwischt. Oh! Da kommen ja voll viele. Hilfe. Okay, muss mal Position wechseln. Shit. Okay, Jungs, kommt doch mal rein hier. Bin verwirrt, nein! Nein, er ist tot! Mann, er ist tot! Oder rettet mich noch einer? Es ist alles dunkel. Oh, der erste tot. Wir spielen auf... sehr schwer. Checkpoint laden. So. Einmal durch die Dunkelheit hier, okay, das ist alles bloß so toll. Wir bleiben still, kein Schuss, bevor Alpha das Zeichen gibt. Ja, okay. Warum schalten wir sie nicht direkt aus? Befehle. Befehle, die aber Tür gute Frage. Beeilung. Okay. Bring uns mal durch. Mal gucken, ob wirklich Hahn zuerst schießt. Wer zuerst schießt. Ich hab's. Bewegung. Schau mal, jetzt kriegt meine Waffe auf weg. Jetzt kann ich gar nicht mehr schießen. So, der Kollege hier, wer ist denn das? Negativ, warten auf Alpha. Das ist Logan. Ne, ist nicht Logan. Und deshalb sind sie hier, oder? Ja, im Moment haben sie also die Oberhand. Sie haben gute Gründe, sauer zu sein. Sie können immer noch als die Guten dastehen. Ich möchte, dass sie die Guten sind. Sind wir. Genau. Wenn sie die Geiseln verletzen, ändert sich das. Wir können das zusammen... Ui! Das kriege ich auf die Schnauze. Los, darf er nicht schießen. Ihr hättet zuerst geschossen. Im Eilschritt. Los. Okay, keine Ahnung. Ah, du mal Glück, die Schüsse hier. Sie wurden befördert. Was?
wurde befördert, okay, keine Ahnung. Gerne, gerne, gerne. Bumm. Bumm. Der ist tot, oder? Ja. Ich wollte die Waffe wechseln. Das sind ja schon deine, die kommen jetzt erst rein, ne? Wenn ich um die Ecke gehe hier. Hä? Da. Granate, da wurde schon eine Granate geworfen. Rauchgranate. Da kommen sie. Okay, cool. Ist doch ein Action-Shooter. Nein! Nachladen. Oh, erstmal Ruhe haben. Und heilen. Die Sicht wird klarer. Wir heilen. Okay. Sieht das jetzt aus hier? Hab ich ihn erwischt? Oh, dass das Glas immer so Nebel macht. Den habe ich gut erwischt. Sind noch mehr Leute da? Okay, jetzt schicke ich mal die Jungs vor. Ja. Los. Falls da hinter diesem riesigen Teleskop noch irgendjemand sitzt. Guck das mal. Oh, ein schöner Smiley. Smiley. Da kommen die Jungs oder haben die Schiss jetzt hier? Passt, oder? Wo ist der andere? Naja, sind sie beide, okay. Wahrscheinlich kein. Da, guck mal! Warum schießen die nicht auf den? Hallo! Jungs! Okay, dann select mal. Schieß nach Belieben! Jetzt. Ja, das habt ihr toll gemacht. Ihr beiden Kauze, ey. Toll haben sie sich. Jetzt. Komm, dann. Ja, schieß nach Belieben, komm, dann geht mal dahin. Nein, ach scheiße, ich kann gar nicht durchs Fenster durch. Okay. Beeilung! Aber so ist er abgelenkt. Sehr gut. Mann. Ist halt echt ein paar. Es ist vorbei. Die Geiseln sind frei, aber Monroe ist tot. Wir müssen uns unterhalten. Verdammt, wir sind noch nicht fertig. Die Tangos rücken zum Punkt vor. Wir nehmen die Rückseite. Bravo die Front. Und dieses Mal. Ich muss einfach kurz gucken, ob ich da was machen kann. Soundlautstärke. Musiklautstärke mal ein bisschen weniger. Was? Die Musiklautstärke müssen wir ein bisschen runter machen mal. Obwohl die auch gut ist. So. Sprachlautstärke voll. Okay, passt soweit alles. Wir kommen. Okay, okay, okay. Gut, dann folgen wir. Ja, das ist ein Big Ass, was heißt, wie heißt das? Helf mir mal bitte kurz. Nicht Mikroskop, sondern Teleskop. Teleskop. Oh, da sehe ich schon die Munitionskisten da. Oh, geil. Da können wir uns gleich aufrüsten. Ich will nur noch einmal hier rumgehen. Jetzt kann ich hier alles kaputt schießen. Das sieht noch viel zu gut aus. Die Tür, die kann nix, ne? Nee. Okay. Oh, da geht's noch runter. Aber hier ist auch niemand mehr. Ist ja cool, wenn es auch Dinge zum Einsammeln gäbe, aber das ist wie bei 4. Da gab es ja diese Laptops und so weiter. Aber da scheint mir hier irgendwie nichts zu sein. Oh, muss ich hier durch? Nee. Muss oben rum, da wo die Munitionskisten sind. Hast du die beiden in Neckarstadt eingesammelt, die blicken? Oh, was ist denn das für ein Diss gegen die Neckarstadt? Wusste ich gar nicht, dass da Disspotenzial besteht, ey. Kann ich da noch irgendwas machen hier? Nee, ne? Nicht, dass es runterfällt am Ende auf mich drauf. Okay. Hier können wir uns ausrüsten. Yes. Ausstattung. Es gibt keinen Grund, mit dem Team vorzugehen. Sie wissen, dass wir hier sind. Ah, achso, da kann ich wieder alles tauschen, aber. Panzerung, Körper. Boah, okay, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, was da besser ist. Ich spiele einfach so. Und wenn ich ewig das gleiche trage, Kopf, Ohr und Skimaske. Vielleicht beschäftige ich mich damit mal off-air.
Aber jetzt, ich glaube erstmal nicht. So, und das ist das gleiche, oder? Oder gibt es hier andere Stuff? Ne, das gleiche. Okay. Jungs, ihr habt auch alles gemacht, ne? Ich denke, es sollte alles aufgefrischt sein, automatisch. Was haben wir hier eigentlich? Ah. Irgendein Damm. Schaut mal, das ist eine Anspielung auf Teil 1 vielleicht. Das ist hier ein Damm. Thermalscan. Okay, okay. Brauche ich aber nicht, oder? Oh, hier könnte es gleich abgehen. Das sieht... Oh! Da hinten. Nein. Komm, was macht der? Logan. Nicht Logan. Bishop. Scheiße, okay, der kann nur bis zu einem gewissen Grad um die Ecke gucken. Oder zweimal um die Ecke gucken. Da schiebt man Jungs zur Ablenkung, oder? Komm, Bewegung. Raus da. Da geht's schon ab. Haben sie ihn? Keller am Boden. Oh, Logan Keller. Der Held aus Teil 1. Da oben. Scheiße. Da habe ich ihn erwischt. Oh, geil, wie er gefallen ist. Oh, da ist noch einer. Okay. Wir spielen auf realistisch, ne? Noch fühle ich es nicht. Oh, sind beide kaputt. Okay. Heilen. In den Kopf rein. Das war knapp. In den Kopf. So wird's gemacht. Das war Novak. Knapp. Das sind wir jetzt wieder. So, sauber erwischt. Gibt's da noch mehr wieder? Oh, wie viele sind das? Sind die beiden schon wieder am Boden oder was? Nee. Beide. Hinter einer Bank gut versteckt. Okay. Oh, oh, oh. Schnell runter hier. Deckung. Da können wir gleich. Ja, jetzt schießen die Jungs. Komm hoch, ein Köpfchen. Ja, ja. Oi. Oh nein! Ach, come on! Scheiße. Ihr merkt wirklich zwei, drei Dinger und man ist tot. Zwei, drei Schüsse? Daran liegt's. Okay, Ganze nochmal von hier. Da, guck mal, der Erste. Wo ist der jetzt hingerannt? Guck mal, jetzt kommen sie richtig nah. Aber so eine Bank ist auch eine schlechte Deckung. Wie kann man sich entscheiden, zu so einer blöden Bank als Deckung sich zu nehmen? Ich sehe. Taktische Karte. Ah, taktische Karte war oben. Ja, aber trotzdem. Bringt die mir nichts. So. Hier irgendwer? Nein. Gut, dann können meine Jungs jetzt wieder hier Lockvogel spielen. Los, los, los! Ist so ein Fehlgeschlagen, Chris, am Boden, ja. Ei! Hab ich gesehen, da ist er. Kinovac und Ding am Boden, super. Ist echt eine scheiß Position. Oh, Alter. Bin richtig erschrocken gerade. Okay, okay. Jetzt geht's langsam los hier. Jetzt wird's anspruchsvoller. Ja, komm, Prism, auf jeden Fall freue ich mich. Dann mal gucken, was wir da an Land reißen. Satelliten-Thermalscan anfordern, ich glaube, es hackt. So. Na, ich bin aber auch schlechter Stütze. Hat das der Kollege zu Ende gebracht, gerade hier. Bin bei dir! Bin bei dir! War betrunken hier. So, die Jungs bleiben jetzt mal da, weil die werden eh nur abgeknallt, wenn ich die da vorschicke. Das ist zu wenig. Ha, wo sind die denn? Das waren doch mehr als der eine. Ist auch jedes Mal anders hier, der Vorgang. Du kommst mit mir.
Was sind die? Ei! Alter! Ach, der Scharfschütze da oben, natürlich! Ah, ich bin dumm! Stimmt, da habe ich vorhin vergessen. Da ist ein Scharfschütze auf dem Dach irgendwo. Okay. Dann lassen wir den mal zur Bank hier laufen. Oder lege ihn vorher. Wir machen das Ding mal weg. Warte mal, das machen wir mal. Nur zurückschießen! Nur zurückschießen. Okay. Ich habe vergessen, wie der Schalter vergeht, leider. Aber ist auch egal. Jetzt muss ich erstmal auf dem Dach gucken. Hä? Ne, oh! Da war Bewegung, da ist Bewegung! Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Oh ja. Guck mal da. Kann ich. Oh Mann, ich muss die Dinge erstmal checken. Ne, das war's nicht. Normale Granate. Ei, ei, ei! Mann, ich bin dumm. Ich will Kopfschüsse verteilen, deswegen. Ja, ich denke an den Sniper. Aber ich muss erstmal den ins Blatt kriegen hier. Ach Gott, Alter, die hab ich aber auch gefressen. Scheiße. Boah, okay, jetzt wird's aber langsam unangenehm hier. Das ist ja krass. Komm, ihr gleich mal hier raus. Macht ihr das mal. Mit den Boys hier. So. Jetzt hat der Spaß auf hier. Ich denke an den Sniper. Okay, Jungs, ihr bleibt mal da. Alles cool. Was? Wo denn? Alter! Okay, da stand meine Leute gut. Sehr gut. Da haben wir meine Leute tatsächlich mal den Arsch gerettet. Okay, das ist der Scharfschütze, der schießt. Der schießt jetzt auch nur willkürlich rum. Da, guck mal da. Da war er. So, den haben wir. Nice. Jetzt kommen wir jetzt mal daher. Oh, ist schon spannend ein bisschen. Blut sehe ich. Oh, wie viele da kommen. Scheißdreck. Jetzt haben wir natürlich Deckung, keine Ahnung. Ich sehe auch nichts. Oh, diese flackernde Grafik hilft aber auch nicht. Die macht eher nervös. Rechts kamen auch nochmal Gegner raus. Ah, geht ein bisschen höher hier, genau. Ah, ich opfer meine Jungs. Mann, ich treffe auch nichts. Es ist natürlich im Controller auch schwieriger. Muss man ganz klar sagen. Präzise zu schießen. Okay, Jungs. Los. Shit. Okay. Gut. So, ein Part haben wir auf jeden Fall schon mal gekillt. Boah, was schießt denn da für einer? Das ist ein Maschinengewehr. Da. Boah, das Blut spritzt schon gut weg. Come on. Ist der tot? Kann ich mir jetzt nicht sicher sein. Aber rechts sind auf jeden Fall noch Boys. Ich glaube, da werfe ich ein Granitchen hin, oder? Warte. Da waren doch noch irgendwie Jungs, oder? Shit. Okay, das ist die Wand. Die Wand will ich. Sind da irgendwelche? Vorhin waren da welche. Ich schicke mal meine Jungs hier hin, dann kommen die. Schritt. Ich baller mal eine Granate, ist egal. Sicherheitshalber. Okay. Das heißt, die sind quasi von da hinten hierher gelaufen dann.
So war das. So muss es gewesen sein zumindest. Ich gehe mal hier rein. Jungs, ihr kommt hierher. Hi. In Position. Taktische Karte, was sagt die? Okay. Oh, da ist ein Blutfleck an der Wand. Okay, schick die uns vor. Vorbereiten. Schick die erstmal vor. Aber könnte jetzt knallen. Nee, passt. Okay, alles klar. Das heißt, die Luft ist rein, die Tür geht nicht. Das heißt, hier ist auch niemand drin, soweit. Okay. Aber hier war jemand drin. Das Blut hier in der Wand klebt. Ah, die Tür ist offen, okay. Wir lugen kurz hier durch. Oh, ja. Oh, die Kerle auf dem Dach mit Abseil und so weiter, die Jungs, die können auch nichts sehen. Okay, ist die Frage, was ist jetzt klug zu machen? Die tanzen hier rum wie so Kaspar. Das heißt, die Luft hier ist erstmal rein, okay. Boah, geile Sonnenuhr. Befehlen Sie mit dem Team eine Granate zu werfen, ziehen Sie auf einen Ort und erteilen Sie den Befehl, Splittergranate werfen. Ach, ist immer noch Tutorial hier. Dann kommt halt her. Dann, ja, keine Ahnung, werf mal da eine Granate. Die Polizei wartet. Na schau, läuft. Aber bringt ja eh nichts. Oh, hier ist einigermaßen. Okay, das mache wieder ich mit perfektem Scharfschützen-Skill. Hol ich tanzenden Eisbären darunter. Oh, ich wackel selber ein bisschen, was ist da los? Sind die jetzt hier Palm vielleicht? Oh, noch höher. Die schießen schon. Irgendwer schießt schon. Irgendwie habe ich irgendwie jemanden aufgescheucht. Ich darf aber nicht drauf gehen, sonst müssen wir alles nochmal machen. Wo sind die Tanzbären? Da sind sie. So, schön. Weg mit dir. Die tanzen gar nicht mehr. Okay, wird mir zu heikel. Die Jungs sollen mal hierher kommen. Bewegung. Vielleicht locken die einen heraus oder so. In Position. Diddledin. Gut, in Position, das heißt, da ist nichts zum Locken. Wo sind die jetzt hin? Ah! Da. Ja! Wo ist das Köpfchen? Hä? Nee, ist ein. Oh, da ist ein Köpfchen. Okay, nice. Okay, keine Ahnung, kommt von unten was? Kann sein, dass von da was kommt. Nee. Lebt der hier noch? Ja, oder? Der hat noch gelebt. Im Eilschritt. Wird gemacht. Im eiligen Schritt, Freunde. In Position. Alrighty then. Jetzt sind wir unserem Ziel schon mal näher hier. Mit dem Checkpoint direkt. Ich möchte mich nur. Jetzt nicht. Wir sprechen später. Oh, einer von uns in den Tipp geraten wollte irgendwas. Schießt nur zurück! Das ist eine Art Planetarium hier. Okay. Sturm eindringen. Nachdem sie ihr Team an der Tür aufgestellt haben, erteilen sie den Befehl. Türladung und säubern. Okay. Aufreihen! Dann mach das mal. Türladung und säubern. Muss ich erstmal suchen unten. Das heißt, sie machen jetzt eine Türladung und säubern, könnte das linke sein wahrscheinlich. Schießen? Ich bleib hier und verstand. Wir sollen patrouillieren. Boah, direkt in die Ecke. Komm, mach immer dabei. Blenden und säubern, okay. Oh shit! Komm direkt hinterher. Jungs, geht's euch gut? Ja, er läuft, okay. Ah, der hat mich kalt erwischt, der Boy.
mit so einem Maschinengewehr aufgestellt ist. Das muss direkt hier sein. Guckt ihn die an, Alter. Der Penner. Der zielt jetzt schon direkt auf die Tür, das ist schlecht. Wie mache ich das jetzt? Granaten, oder? Ich grenadiere ihn. Die Nase juckt wieder. Oh mein Gott! Alles in dieser Situation hier. So, jetzt muss ich nur gucken, wann genau. Ja. Wie weit kann ich gehen? Ich glaube, ich mache hier. Schon. Auf geht's. Ah, ich habe keinen Schrei gehört. Fuck! Okay, dann müssen die anderen Jungs ran. Kommt mal her. Ah, die werden jetzt in die Knie gehen. Ah, warte. Kann ich die markieren, dass die den dann töten? Oh, immer falscher Knopf. Hä? Erste Priorität, genau. Aber ich kann das Befehl gar nicht geben, dass die angreifen sollen. Links unten. Oh, weißt du was? Ich mache erstmal. Okay, okay. Keine Ahnung. Erstmal die Tür auf. So. Jetzt gehe ich mal hier hinter. Guck, ob ich den so erwischen kann. Ja! Okay. Er hat sich von dem Ding getrennt. Geil, okay, da ist vom Maschinengewehr weg. Okay, Jungs, kommt mal her. Jetzt müssen die von rechts kommen, ne? Mann, wie lahmarschig seid ihr denn? Okay. Cool. Checkpoint erreicht. Schau, so war das Speichersystem, das ist ganz geil. Du musst dich nicht ums Speicher entsorgen. Es sind halt die Checkpoints, es sind halt mal ein paar Meter auseinander. Und deswegen... Das ist aber okay. So, einmal noch mal kurz den Rundgang machen. Flankieren, greifen zu den Gegner von hinten an, um sie zu überraschen. Ja, ja. Das kann ich alles. Bellevue. So, schön Frankreich hier. Oh, mein Albert. Da ist er. Alberto. Okay. Muss ich auch ein bisschen hier dem Game anschauen. So, wie geht's denn da jetzt weiter? Oh. Kommando schickt Ihnen den Plan des Funkturms. Voraus sollten Sie zwei Eingänge sehen. Die Tangos haben Barrikaden auf dem Platz davor errichtet. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Die Jungs stecken in der Klemme. Wir haben sie, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Die Jungs stecken in der Klemme. Eindringen vorbereiten. Tangos, ja genau. Tangos war ja immer der militärische Begriff für Gegner oder Feind. So, hier ist irgendwie... In Position. Noch nichts los, okay. Oh. Bewegung! Ja, Sir. In Position. Ah! Boah, direkt geil erwischt. Nice. Nein! Shit, 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 shit! Ah! Wow! Ah! Sind alle okay? Ich schon. Ja. Scheiße. Auf deine Granate! Nein, keine Granate! Shit, shit, shit! Hab ich erwischt? So. Und jetzt zum Knapp. Wir laufen nicht weg von euch! Die Kommentare auch, ey. Okay, Jungs. Bringt nichts, geht mal nach vorne. Geil. Oi! Nein, nein, nein! Oh, ich will jetzt nicht sterben. So, schön. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Spell. Das finde ich auch cool. Da hockt noch einer, oder? Oder haben die den erledigt? Kein Kontakt, kein Kontakt!
Kein Kontakt, okay. Ja? Oi! Ich seh's nicht, wo? Ah. Doch, das ist da die Ecke vorne. Scheiße, ich weiß nicht, welche Ecke es ist. Da ist er. Hat er was geworfen? Nein. Was, sind die Leute losgeschickt? Kann ich da noch eine... Ich habe keine Granaten mehr, scheiße. Ja. Verpickt nochmal. Oh, das sind auch noch welche. Hä, wer schießt denn da? Der Boy da hinten. Warum macht er den nicht? Dass das Feuer hier rausschießt, aber auch. Ist er weg? Shit, wer schießt denn hier noch? Warte, warte, warte. Scheiße. Ah, guck da. Immer noch der in der Ecke da hinten. Aber der ist ja ganz woanders. Oder sehe ich den einfach nur nicht? Der ist es nicht, doch immer noch der. Mann. Ja, 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 da war was. Aber wie random ist es. Okay, warte, warte. Jetzt, Jungs, kommt. Den hole ich mir. Hahaha. Oh! Die holen. Ah, scheiße, okay. Die haben sich geholt, auch gut. Los, los, los. Okay. Okay, nice, 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 nice. Jetzt war auf der Karte. Oh, oh. Oh, die kommen von da jetzt. Dann geht hier hin. Beeilung. Deckung mal. Wow, Unterstützung! Deutsche Synchro natürlich wieder ein bisschen Arsch. So, kommt da noch einer raus oder kommt von links einer? Ui! Nee. Shit, okay. Gut, dann, Boys, geht mal rein. Bewegung! Erschieß dich! Wo denn? Ich check's gar nicht. Okay, Jungs. Ich check's gar nicht. Okay. Oh, da kann ich eine Shotgun laden. Da lädt einer eine Shotgun. Hä, von wo denn? Da hinten, Alter. Das ist aber auch gefährlich jetzt gewesen. Okay, er lädt. Boah, Freunde. Greift halt an. So. Shotgun Boy, da hinten. Was denn, was denn? Treffen die die? Jungs, dann geht mal raus da. Lassen sich hier abknallen, wie so die Hühner. Die Moorhühner. Alter, der, okay. Der ploppt aber auch einfach so auf. Zack. Ah. Oh. Immer die Reflexe eines 20-Jährigen. Kommt her! Jetzt kommt man her. Okay, cool. Das ist erstmal safe. Oh, wo ging es hier rein? Ah, hätten wir auch von außen noch hier rein können. Okay, alles klar. Gott, wir machen einmal eine Runde hier. Ich will den gelben Helm mitnehmen, du. Alright, alright. Checkpoint erreicht. Nice. Aha. Scheiße. Scheiße. Schulter erwischt. Kopf erwischt. Nice.
So, ist da noch irgendjemand? Okay. Was denn das? Eine Bombe schon wieder? Das sieht wieder komisch aus, das Gerät. Im Eilschritt. Bombe entschärfen. Los, los, los. In Bewegung. Team entschärfen, Bombe. Ich brauch dich als Wache. Ich mach dann mal weiter. Keine Sorge, du wirst gedeckt. Okay, Logan macht Wache. Wo ist Logan? Oh ne, das ist eine Beschützermission, ich oder? Ich mach mich nervös. Ich arbeite besser, wenn mir niemand über. Ja, halt doch's Maul. Wo ist Logan? Los. Natürlich kommen Gegner. Ah, ich hab. Ich check gar nichts. Toll. Ich check da gar nichts, ey. Okay, aber Checkpoint ist erreicht. Ah. Der Bastard hat mich getroffen. Wo ist der Zweite? Okay. Alter, wie schnell das gehen kann. Ist doch schon ein bisschen hart. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tode ich wieder am Ende habe, ey. Gab es da eine Statistik im ersten Teil? Ich weiß es gar nicht. Bastard. Wo ist der andere? Da. Ich sehe seine Kanonenspitze. Scheiße. Ich schick die Jungs Bewegung. Raus. Was denn? Hat aber gedauert jetzt. So, jetzt sind beide da. Logan, ich brauch dich als Wache. Ich mach dann mal weiter. Keine Sorge, du wirst gedeckt. Okay. Du wirst gedeckt. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das kann ultra schwer werden. Können wir das hier sehen? Ah ja, von da hinten. Da ist einer. Ach Gott, oh Gott. Das wird jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Das ist schon recht hart für den Anfang. Vor allem den zu beschützen. Ja. Alter! Okay, wir wissen jetzt, aus dem Fenster hinten kommt einer. Und von oben kommt einer. Dann mache ich schon mal das Fenster klar. Logan, ich brauche dich als Wache. Ich mach da mal weiter. Keine Sorge, du wirst gedeckt. Aber die haben ein bisschen was ausgehalten auch. So. Entschärft. Spezialer. Entschärft, okay. Dann zurück. Alpha, mich. Scheiße. Okay, okay. Come on! Scheiße! Scheiße! Was? Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber läuft. Ich habe irgendwas bekommen und irgendwas nicht bekommen. Ballistische Brille, okay. Puh, das war ziemlich anstrengend. Tja, ja, auch wenn Old Vegas viel von seinem Glanz und Glamour verloren hat, geht die Show weiter. Ein geschäftiges Industriegebiet liegt im Schatten. 5 Jahre später, Las Vegas, Nevada. Schau, das war nicht die Vergangenheit. Jetzt sind wir bei Logan. Ihr wisst doch, ihr entkommt mir nicht. Ha, schön, Sie wieder zu sehen, Coach. Eine Ehre, Sir. Bishop, Six ist in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Dee, ich dachte, ich bleibe fürs Erste in der Akademie. Ich weiß, aber das ist heiß. Die NSA glaubt, es könnten bereits chemische Waffen im Herzen von Vegas sein. Oh Gott. Logan ist auf einer Mission in Mexiko. Dort baut sich was zusammen, was bald nach Norden kommen könnte. Deputy Director Lawrence von der NSA überwacht diese Mission, aber bedenken Sie, Rainbows Job ist es, Zivilisten zu schützen. Verstanden. Gentlemen, wir haben eine delikate Situation hier. Wir haben Waffenkomponenten verfolgt, darunter auch chemische, von Mexiko bis hierher. Ich fahre fort, wenn Sie gelandet sind. Bin schon verheiratet, tut mir leid. Erstmal jetzt zum Unterkommen, genau. Wir haben jetzt gehört, war das noch ein bisschen laut hier? Also ab jetzt ist 5 Jahre später. Und jetzt sind wir quasi parallel
zum ersten Teil unterwegs, zeitlich gesehen. Also Logan verfolgt eine Mission in Mexiko, das heißt, es war der Anfang des Spiels von Teil 1. Und wir haben jetzt hier Young und Walter, das sind die, die später zu Logan stoßen werden. Das heißt, genau, weil in Mexiko, wo er ja jetzt ist, am Anfang der Mission, hatte er auch zwei andere Typen dabei, nämlich Khan und noch einen. Und das sind jetzt quasi unsere alten Gefährten von Logan, die was in der Vergangenheit liegt. Young und Walter. Okay, wir gehen runter. Das wollte ich einmal kurz erklärt haben. Oh, die Musik gleich wieder. Da kommen sie. Und Alvarez Cabrero. Coyotes. Menschenschmuggler. Wir wissen nicht, was sie mit Chemiewaffen wollen. Die Cabreros sind nur an Geld interessiert, nicht an Politik. Warum kümmert sich die NSA nicht darum? Unser erster Agent wurde erwischt. Aber wir haben noch einen Undercover vor Ort. Sein Job ist es, zu bestätigen, dass sich Waffen im Cabrero-Lagerhaus befinden. Ihrer ist es, in diesem Fall einzuschreiten. Okay, Agent Neville folgen, um festzustellen, ob Miguel Cabrero Chemiewaffen herstellt. In Las Vegas, oder was? Okay, Jungs, ihr bleibt erstmal hier komplett. So. Thriller Casino, nice. Okay. Beasties. Okay, das Ziel ist da vorne. Gucken, hier ist nix. Kann ich klettern hier? Leiter, ich kann. Ist die Frage, ob es klug ist, hier so inmitten des Daches, aber ich muss. Okay, dann können meine Jungs auch mal hochkommen. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass hier irgendwas war. Battle-technisch. Oh, geil, guck mal hier. Der Mond. Und ein Kegel. Okay. Noch ist hier alles ruhig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie der Zusammenhang mit dieser Vorgeschichte jetzt ist. Was wir jetzt am Anfang gespielt haben, es muss ja dann irgendwie eine Vorgeschichte für irgendwas sein, was später nochmal kommt. Sonst wäre es ja sinnlos gewesen, jetzt für diesen 5-Jahres-Abstand zu machen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt parallel zu dem ersten Teil unterwegs. Wir sind quasi die Ersten hier in Vegas. Noch vor Logan Keller aus dem ersten Teil. Das sind alles so geile Typen, ne? Logan Keller, Sam Fisher. Das sind alles so markante Helden. Mit geilen Namen. Oh, guck mal hier! Okay. Soll ich den. Habe ich Schalldämpfer drauf gerade? Ich sehe es gerade nicht. Ja, habe ich. Den hätte ich jetzt schon holen können. Da ist. Oh. Ein Traum. Das ging auf wie eine Rose. Ne? Wie wenn sich so eine Rose öffnet im Zeitraffer. So schön war auch dies eben. Oh, da seht ihr meine Rosenblätter. Okay, das war die einzige Wache. Okay, Jungs, jetzt könnt ihr mal nachkommen. Ja? Ihr seht schon, ich mache das alles hier im Alleingang eigentlich. Bin ich eine Ein-Mann-Armee. Ich brauche sie nur quasi, meine Leute hier, zum Locken. Oh ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, hier war irgendwas mit Glas. Ah, ne, hier geht's rein. Aber da kann man doch auch. Konnte man mal rein. Was machen denn? Was ist denn hier los? Die kommen gar nicht. Und ich höre da so ein Geräusch. Heilen? Ja, heilen brauche ich nicht. Kommen die Jungs jetzt, was ist los mit euch? Guck mal, die tanzen hier rum. Los. Die checken's nicht, oder? Doch, guck mal. Die haben den Weg der Treppe nicht gefunden. Das sind ja wieder. Ey, es sind die Klassiker wieder. Es sind Young und Walter. Guck. Typisch. Heilung. Ersten 5 Minuten schon hier checken sie nicht mal, wo sie hin müssen. Bewegung. Ich mach's einfach alleine. Okay. Neville ist jetzt da. Ich speise eine Überwachungskamera und den Ton von seinem Mikrofon ein. Miguel, komm, wir gehen spazieren. Okay. In Position.
Neville. Neville ist also unser Ziel. Okay. Muss ich so kriegen, die beiden. Ei! Scheißdreck. Okay, Young, pack. Los! Okay, hab ihn. Oh, das war ein Rippenschuss, aber eigentlich hat er eine Weste an. Okay. So, sind noch welche im Raum hier? Man weiß es nicht. Aber eigentlich nicht, oder? Aufreihen! Aufstellung! Nee, alles cool, ja. In Position. Leichen sind auch schon weg. Auch so eine Zensur leider. Okay. Alright. Da ist zu. Checkpoint. Nur als Warnung. Nach dem Gebäudeplan hat der Raum vor euch zwei Eingänge. Geht ihr aber durch die Tür rechts, kommt ihr nach draußen und könnt durch das Fenster schießen. Hm. Zwei Türen. Durch die Fenster schießen. Wir probieren mal, durch die Fenster zu schießen. Ihr Jungs, kommt los, näher. Los. In Bewegung. Ah, schön frische Luft hier. Was ist das? Grace Globe, Open Bar. Girls, no cover before midnight. After midnight cover, $7. Oh, da steht ja direkt einer. Hab mich das Schild abgelenkt. Krass. Okay, ich glaube, dann lege ich den mal um. Tschüss. Hat doch keiner mitbekommen hier. So, jetzt durch die Fenster erledigen, hat's geheißen. Sehen wir da ein paar Köpfe? Nein, kein Kopf. Auch kein Kopf. Da ist ein Kopf. Oh nein! Jetzt hör auf. Waren die Jungs das? Ne. Alter! Der macht meine ganzen Leute kaputt hier. Jetzt muss ich dumm nachladen hier. Das war ja wieder peinlich. Komm, Boy! Ja, ja, ja. Kann ich Ihnen helfen jetzt schon? Nein, kann ich nicht! Oh nein! Ich bin so dumm! Es war so klar. Ich hätte dir nicht helfen sollen, Mann. Ah. Ich war ungeduldig einfach. Aus dem Weg, ihr beiden Nasen, ey. Nur als Warnung. Nach dem Gebäudeplan hat der Raum vor euch zwei Eingänge. Geht ihr aber durch die Tür rechts, kommt ihr Young und Walter, und durch das Fenster schießen. Wie hieß der andere nochmal nach dem Nachnamen? Young heißt, ist das ein Vorname? Es ist so lächerlich. Die sind wirklich die schlechtesten Mitkämpfer, die es gibt. Hey! Alter, läuft die... Im Eilschritt. Boy, ich bleib jetzt da stehen, ey. Es hat echte Nasen. Dann machen wir es eben nochmal über diese Action hier. Das habt ihr jetzt schon mal bewiesen, dass ihr es könnt. Beziehungsweise, nee, es waren die gar nicht. Es waren die anderen beiden. Alles klar. Ziel erfassen, zweite Priorität. Okay. Okay. Dann an die Tür. Aufstellung. In Position. Na dann, viel Spaß. Öffnen und säubern. Oh wow. Sie haben es geschafft. Aber Krach macht er wie so ein Arschloch, ey. Wirft er da die Tonne um, ey. Tango ist in Sicht. Ja, schön. Wo? Wo? Bei uns offensichtlich nicht. Draußen oder was? Weil du die Tonne umgeworfen hast, du Depp. Mama. Wo sind hier Tankos in Sicht? Hä? Okay, hier geht's nochmal hoch. Aber da vorne war auch eine Tür. Ich geh mal hier hoch. Michael Walter, okay.
Michael. Oh! Nein. Wo ist er hin? Ist er weggebackt oder was? Ich glaube, ich gehe doch lieber runter. Aber wenn ich hier runterspringe, bin ich tot wahrscheinlich. Einmal mit Profis arbeiten, so ist es. Ich würde auch gerne zweimal mit Profis arbeiten, weil wir sind ja in Teil 2. Na gut, wenn es im ersten Teil schon keine Profis waren. Okay. Der tritt schon wieder gegen die Tonne. Oder wer war das jetzt? Beeilung. Rücke vor. Oh ja. Okay. Ziel erfassen. Erste Priorität. Donnert dauernd gegen... Oh, da war gerade der zweite. Scheiße. Wo ist er? Er hat zweite Priorität. Schon dabei. Okay. Dann, Jungs. Auf ans Werk. Öffnen und säubern. Okay. Bedrohung ausgeschaltet. Da oben versteckt sich einer. Geil, man kann es kaputt schießen. Okay, da ist keiner mehr. Der liegt. Da! Oh! Alter! Boah. Das war ein richtiger Headshot, war das, ey. Das spürt man fast schon. Oh, nö. Den Käse mal machen. Ihr bleibt da. Hat der Raum vor euch zwei Eingänge. Geht ihr aber durch die Tür rechts, kommt ihr nach draußen und könnt durch das Fenster schießen. Ja, ja. Oh, guck mal da oben! Oh, was war denn da oben für einer? Wo kommt der plötzlich her? Ist immer was anderes. Toll. Ich mach jetzt einfach so platt. Eimer, Eimer, Kopf. So, macht man das. Ja, Jungs, kommt rein da. Eindringen vorbereiten. Aber was war da oben für einer, ey? Öffnen und säubern. Ist nicht so, dass es eh schon sauber ist. Warte dich doch wieder da hoch. Ich glaube... Komm, der ist echt ein Tonnentyp, ey. Kann den nicht dahin schicken, leider. Scheiße. Aha. Nee, dann gehe ich nicht da hoch. Ich werfe ein Granitchen hoch, vielleicht bringt das was. Aber ihr könnt das so weit werfen. Könnte auch ein Fail werden. Oh, passt. Jawohl, ich habe 10 Punkte gekriegt, das heißt, er ist tot. Los, los, los. Ich habe 10 Erfahrungspunkte bekommen, nice. War zwar ein bisschen laut. Aber egal. Ah, jawohl! Ah, komm schon! Das war ein Headshot. Jetzt endlich. Bitte sag mir, dass es nicht ist, wonach es aussieht. Wir zahlen dir gutes Geld. Und du tauchst hier auf ohne die Ware? Das Zeug kann man nicht so einfach mit sich herumtragen, Miguel. Ich habe, was ihr wollt, aber ihr müsst mir sagen, wo ich es hinliefern soll. Wie viel davon? Los! Alles. Ich sag doch, ich habe Verbindung. Verbindung? Ah! Sie. Das wette ich. Befördert. So nämlich. Oi! 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 Kann er um die Ecke schießen, ist aber auch unfair. Okay, okay. Jawollo. Okay. Bewegung. Läuft soweit. Den da vorne haben wir schon. Jetzt geht's da unten noch ab, in dem Loch hier. Das ist nämlich die Stelle, wo wir quasi von unten jetzt durch die Tür reingekommen wären. Und da war auch ein bisschen Spaß. Da. Jawoll. Okay. Man kann trotzdem noch böse werden hier. Los. Rücke vor. Oh, ich höre. Ja, ich höre euch auch. Oh nein, die machen wieder irgendeine Scheiße. Man hört die dauernd. Wo sind die Boys? Kann ich nicht sehen.
wo kamen die Stimmen her? Stehen die dahinter vielleicht irgendwo? Scheiße, okay. Rutschen! Dark Souls! Okay, habe ich meine Koffer richtig auf? Nein, nämlich nicht. Links, rechts vertauscht, das ist ja super! Okay, ich muss erstmal runterkommen. Irgendwo stehen jetzt noch Boys rum, ey. Ah, da komme ich nicht durch, super. Da ist er zu breit, der Bishop, für. Mann, labert weiter. Was? Oh oh. Also hinter mir können die doch nicht sein. Aha. Hier müssen die sein. Nee, hier sind sie nicht. Scheiße. Ja, hier vielleicht. Nee. Aber da müssen wir jetzt rein, glaube ich. Aber die beiden Typen haben mir schon Sorgen. Ich kann hier gar nicht hoch. Hä, warum ist hier keiner? Ich muss doch nochmal hier vorne gucken. Ah, da an der Tür drin natürlich. Ah, ist das nicht die Tür? Doch, das ist die Tür, wo wir rein sind. Wo sind die? Die können mich doch nicht so verarschen hier. Sind die oben auf dem Dach noch? Nee. Hey, Young Park, was ist mit euch los? Rückt mal ein bisschen vor, ja? Oh. Oh, das sind die unter uns einfach. Da! Habe ich ihn erwischt? Ja. Okay. Scheiß auf Chris, sagen sie. Ich scheiß auch auf euch, ey. Okay. Entschuldigung, ja, dann seil ich halt hier ab. Dann seil ich halt hier einen ab. Ja. Der kann's wieder nicht. Egal. Ei! Ganz schlechte Stelle! Kommt her! Okay, okay, okay. Ruhig bleiben. Granate rein. Habe ich einen erwischt? Ich bin trocken! Jetzt sehe ich selber nichts, leider. Aber der Thermal! Wie ging Thermal? Zack, erwischt! Zack! Jetzt räume ich auf hier. Mit der Thermalsicht. Okay, Jungs, könnt rein. Geht mal hinten rein. So. Boah, wie fischaugig das wird. Jungs, ihr kriegt... Was ist mit euch? Guck mal hier. Shit. Da ist das Signal. Warum geht ihr da nicht hin? Alter, wirklich. Ihr seid ein Kreuz. Könnt ihr keiner nicht. Der eine checkt es beide nicht. Beeilung! Ich glaube, fast ist er doch dümmer als im ersten Teil. Können Sie mal Platz machen? In Position. So. Aha, guck mal da. Ja, ja, brauchst gar nicht so glotzen. Gleich gibt es eine Kugel ins Gesicht. Bam! So nämlich. Oh, er hebt noch! Oh, Scheiße. Wo sind die jetzt? Okay, da kann ich sie nicht erreichen. Kommen die hier von rechts? Da sind noch Fenster.
Ah, shit! Er schlägt erstmal das Fenster ein. Das wusste ich nicht. Jetzt aber komm. Hab ich ihn erwischt, oder? Ja, ja, liegt da. Da ist aber noch einer. Mich hat's aber auch erwischt. Warte, ich muss hier hin. So. Ah, ja, ja, ja. Ah, wie dumm. Jungs, ihr könnt auch mal helfen. Rückt mal vor, ja. Hab ihn. Toll vorgerückt. Ja, ja. Ah, noch mehr gesichtet. Okay, scheiße. Ui! Immer noch mehr. Scheiße. Aber Jungs, macht euch keine Sorgen, ich krieg das hin. Da ihr es ja offensichtlich nicht hinbekommt. Scheiße. Ah! Okay. Hab ich aber. Oh. Hallo Edmund, herzlich willkommen zu diesem spannenden Spiel, muss man sagen. Muss ich sagen. Mein Eindruck. So. Sind da immer noch mehr? Nee. Ich muss besser mal hier die Augen offen halten. Okay. Jungs, geht ihr mal davor. Los. Wenn ihr es hinbekommt, wenn es zu viel verlangt ist, tut's mir leid. Young und Walter. In Bewegung. Vor. Oder Michael, Michael und Jung. Es ist zu viel verlangt, guckt. Seht ihr das? Warum? Ah, da kommen sie. In Bewegung. Vor. Guck mal, wie sie es nicht hinkriegen. Was ist das? Weil der eine da an der Ecke steht, in Deckung gehen. Nee. Position halten. Zu Deckung gehen, folgen. Ich versteh's leider nicht. Die sind echt schlecht. Okay, da draußen habe ich jetzt wohl aufgeräumt. Da wird ja wohl jetzt nichts mehr sein hier. Vegas hat schon Spaß gemacht, ja. Teil 1 hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber Teil 2 hat hier auch das Potenzial, was ich merke. Zu bocken auf jeden Fall. Okay, Jungs, was ist los? Kommt ihr? Das sind Schlafmützen, ey. Das ist echt abartig, wie schlecht die sind. Ist mir ein Klotz am Bein, als dass die mir helfen, ey. Die Automaten oder die Hochzeit? Beides, oder? Da wären wir. Eine Pause für einen Drink? Klar, wenn wir einen wollen. Nach Ihnen. Hey, was soll das? Ihr Mistkerl! Oh, mein Bein! Schauze, oder ich drück nochmal ab. Bringt ihn nach oben. Sharon, Neville ist aufgeflogen. Wir gehen rein. Verstanden. Okay, Neville ist aus Miguel Cabreras Renten retten. Okay. Hauptsache kein Zeitdruck, Freunde. So, meine Leute, gehen mal bitte an die Tür. Aufstellung. Aufreihen. Dann dahin. Erste Priorität. Dann dahin. Hier ist das zweite Ziel. Dann dahin. Ziel erfassen, zweite Priorität. Hä? Ja, zweite Priorität. Ah, ich kann immer nur zwei markieren, okay. Dann die beiden da oben. So, die sind ready. Dann kümmere ich mich um den hier unten halt. Und rein da. Oi! Die kriegen den nicht. Die sind dumm. Sie kriegen ihn nicht. Sie sind zu dumm. Mein Gott. Der lebt immer noch. Was ist los mit euch? Sind meine bei den Jungs tot oder was? Nee. Wieso lebt er noch? Die sind zu schlecht einfach. Oi! So, und was ist jetzt hier? Hey, ihr hockt da. Unfassbar. Rauchgranate! Nein, ich... Oh, ich hab falschen Knopf gedrückt. Da sind sie sofort dabei, gell? Das können sie wieder. Also wirklich.
Geht zurück zu Rainbow 1, ey. Okay. Oh, ich mag die Musik eigentlich. Okay. Auf den ersten Blick erstmal niemand da. Ah, Waffenkisten, geil. Naja, kontrollieren. Okay, die Munition wird automatisch, glaube ich, aufgestockt, ne? Das heißt, ich brauche gar nichts machen. Ich habe jetzt wieder Granaten, jawohl. Okay. Für wen arbeitest du? Wie viel wissen Sie? Verarsch mich nicht! Glaubst du, ich spiele nur? Miguel, er hat Verstärkung. Sie sind auf den Dächern. Was machst du da noch hier? Geh da raus! Nimm jeden, den du brauchst! Oh, da habe ich gerade. Was ist denn da? Du bist ja verkabelt! Nein! Wir benutzen das nicht! Was soll das? Du wagst es mir ins Gesicht zu lügen? Übernimm das hier. Ich muss jetzt los. Findet heraus, was ihr könnt. Bring mir ein Messer, was? Oh! Nein, bitte! Okay. Scheiße, Sharon, stell den Ton ab. Das müssen wir uns nicht anhören. Oh Gott. Lawrence will, dass ihr zum Lagerhaus der Cabreros vorstoßt. Hammerfall steht drauf. Die Cabreros-Brüder stellen Sprengstoffe her. Finden Sie das Lager. Okay, gut. Also unser eingeschleuster Mann ist tot. Den haben wir wohl verloren, ne? Okay, Jungs. Bewegung. Wenn es geht, heute noch. Da ist wieder einer gegen den Fass gelaufen. Wo bleiben die? Mit euch ist man verloren, ey, echt. Okay, den haben wir erledigt. Ach, hier, das Beinchen wird nicht. Wie ist es hier? Guck mal. Haha, geil. Oh, aber Vorsicht. Sind hier Gegner? Oh ja! So, gute Nacht. Da hinten ist noch einer. So, durch die Satellitenschüssel oder was auch immer das ist. Okay, jetzt können wir uns mal die Beinchen ein bisschen angucken hier. Das ist auch ein geiles Schild, ey. Würde man gerne mal von vorne sehen. Was steht da hinten? Opolis? Opokopolis? Opokolips? Apokalyps, oder? Nee, Opokolips. Okay. So, sind die jetzt mal da? Ja, sind sie. Hat ja ewig gedauert. Hier mal wieder abseilen, okay. Erstmal gucken, ist unten alles fein? Weiß man nicht. Ja, und jetzt? Ich kann nicht weiter. Springen, achso, warte. Springen. Okay, achso, springen jetzt. Es geht nicht weiter runter. So. Alright. Oh, what? What, what, what? Oh, nee! Hä? Bitte, 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 bitte! Oh. Erstmal Sicherheit. Es wird hier scharf geschützt. Er weiß halt jetzt nicht, ob da eine Entdeckung ist oder so. Shit. Wieso schießen die alle und kommen dann plötzlich? Findet man keinen mehr. Alter! Boah, ist das Schreck, das so auch hat. Es ist kein Geräusch oder nix, aber... krass. Dicke Headshot einkassiert einfach. Für wen arbeitest du? Wie viel wissen Sie? Verarsch mich nicht! Glaubst du, ich spiel nur? Verarsch mich nicht! Oh, der schreit jetzt krass. Bin bei dir. Miguel, er hat Verstärkung. Sie sind auf den Dächern. Was machst du da noch hier? Geh da raus! Nimm jeden, den du brauchst! Wo ist der Boy? Da. Du bist ja verkabelt! Nein! Wir benutzen das nicht! Was soll das? Du wagst es mir ins Gesicht zu lügen! Übernimm das hier! Ich muss jetzt los! Findet heraus, was ihr könnt! Bring mir ein Messer, was? Nein! So, gute Nacht! Nein, bitte!
Scheiße, Sharon, stell den Ton ab. Das müssen wir uns nicht anhören. Hört sich echt fies an. Lawrence will, dass ihr zum Lagerhaus der Cabreros vorstoßt. Okay. Ah, nee. Hä, aber wenn ich da jetzt runtergehe, dann tauchen plötzlich hier wieder neue Gegner auf. Das ist halt fies, ne? Dann könnte ich jetzt noch schön hier säubern. Gut, ich glaube, die Jungs bleiben mal hier oben. Das bringt eh nichts mit denen. Ihr könnt von hier oben schießen, Boys. Im Eilschritt. Dahin. Und rein. Dann gehe ich gleich an die Kisten ran. Bewegung. Los. Ran. Abseilen. So. Gleich ducken. So. Schau, das sind schon mal die ersten. Hä? Treffe ich gar nichts hier. Wo ist denn der krasse Scharfschützenmann von eben? Der mir den Heady gegeben hat. Da hinten. Oh, Junge ist getroffen! Und, Alter! Puh. Oh, deine knifflige Stelle, ey. Aber es macht Spaß. Ich sag, das macht. Für wen arbeitest du? Lass mich in Ruhe. Und ich gebe mal so. Alle diese Bastarde. Miguel, er hat Verstärkung. Sie sind auf den Dächern. Was machst du denn noch hier? Geh da raus. Nimm jeden, den du brauchst. Den erwische ich immer super. Oh Mann, ey. Nein, wir benutzen das nicht. Was soll das? Du wartest. Hä? Wo ist der Boy? Oh, Schulterschuss. Alter. Das war nicht gut. Bastard. Dass ich hier nicht schon mal vorarbeiten kann. Ey. Scheiße, Sharon, stell den Ton ab. Das müssen wir uns nicht anhören. Das müssen wir uns auch nicht anhören. Wie rabiat ist der eigentlich? Kann ich die Jungs runterschicken? Ich schick die Boys runter und bin selber Scharfschütze hier mal. Oh, die brauchen wieder ewig. Wo sind die eigentlich? Oh, was haben wir hier eigentlich? Diva Maya. Mhm. Alter. So kann ich nicht arbeiten. Was ist mit denen? Wo stecken die? Warum stehen die da wie so Arschlöcher? Ich hab den Befehl gegeben, jetzt kommt. Ey. Halten. Jetzt kommt mal. Neu formieren. Alter, ist das ein. Das ist ja echt schlecht gemacht, noch muss man sagen, ey. Beeilung. Meine Fresse. Seil auswerfen. Ja. So, jetzt kommt's. Achso, ihr müsst noch ein bisschen vorlaufen. Ja, runter mit euch! Zurück zu mir! Nix zurück zu mir! Oh mein Gott! Ran. Ein Seil! Euch muss man jeden Scheiß vorkauen. Wenn ihr ein Seil geht, jetzt gehen sie natürlich nicht mehr ins Seil. Dann soll natürlich noch abseilen. Hallo Nova! Nicht durch für beide. Im Einschritt! Wirklich gleich, ich bring euch vors Kriegsgericht, ey. Seil auswerfen! Keine Chance! Boah, ich würde mir schon gerne einen Headshot geben. Ey, sie können mich doch nicht zwingen, dass ich jetzt alleine runtergehe. Guck mal, wo ist der andere eigentlich? Der andere ist unten, oder? Hä? Ja, einer ist unten. Das haben wir ja toll gemacht. Wer ist denn noch hier oben? Wer bist du? Du bist der Young, ne? Junge. Hä, aber wo ist mein zweiter? Gut, dann geh mal an das Seil. Nein! Och! Bin ich selber ins Seil gegangen. Ich glaube, ich muss ihm einfach nur ein anderes Seil anbieten hier. Los. Guck mal, jetzt geht er. Alter, ich fasse es nicht. Das ist eine höchst dumme AKI, okay. Jetzt müsst in Position. Dann rückt mal. Oh. Oh, nö. Heißt es, die kommen erst, wenn ich runterkomme? Oh, das ist ja dumm wieder. Beeilung. Jetzt wollte ich das Spiel austricksen, Mann. Guck mal, die kommen nicht. Die haben es mit den Fässern, Alter. Das ist ja lustig, wie die Fässer rum. Okay, kann ich den wenigstens strategisch klug positionieren? Beim Scharfschützen, der da offensichtlich irgendwo ist. Gut, machen wir das so.
Aber die Gegner spawnen erst, wenn ich da bin. Ah! Tango! Tango eliminiert. Jetzt hätte ich natürlich gern gesehen, wo. Da ist was. Oder was? So ein Dreck. Los, los, los! Okay, keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt runter. Ja, es ist gut. Nova. So, dann gehe ich mal runter. Alter, guck mal, wie plötzlich die da sind. Alter. Alter, warum treffe ich denn nicht? Munition knapp. So. Ja, Junge ist getroffen. Da ist nämlich jetzt ein Mörder-Scharfschütze irgendwo. Wo denn, wo denn? Da oben. Oh, geil! Noch einer weniger. Lebt er noch? Hilf dir mal! Kümmer dich um ihn! So, ist hier jetzt noch ein Schütze der Schärfe? Boah, ich will nicht schon wieder so schnell sterben. Heute habe ich irgendwas mit dem Hals. Beeilung! So. Alles klar. Bewegung! Wo geht's jetzt eigentlich weiter für mich? Oh, Vorsicht! Alter, die Kisten. Hier geht's auch nicht weiter. Aber ich habe Angst vor noch irgendeinem Scharfschützen. Ich glaube, die haben ihn erledigt. Nehmen wir einen Schluck. Ich muss schon wieder fast pinkeln, ey. Oh, oh! Ah, das war ich. Jetzt habe ich das Fass. Alter, Fässer in dem Spiel hier, das haben wir aber auch echt eine extra Position bekommen. Oh ja. Ja, ja, ja. Was ist denn das? War das ein Flugzeug? Okay. Aber den kriege ich. Den hole ich mir. Dich hole ich mir. Du kleiner Bastard. Ah, guck mal hier. Ganz schlechte Deckung. Ach komm! Das ist ein Maschendrahtzaun, ihr Penner! Da kann man durchschießen! Oh, es ist unfair. Das ist schlecht programmiert. Da fliegt die Kugel vor dem Gesicht weg, ey. Das gibt's ja nicht. Schießt sich halt den Arm kaputt, bis du ausblutest. So. Das ist ja dumm. Maschendrahtzaun in the morning. So. Soll ich die Jungs mal herschicken? Im Eilschritt. Mal gucken, was passiert. Nix, okay. Ah, doch, es passiert was. Sehr gut. Mann. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? So, dann hab ich. In the evening. Ich hab ja alles Lied kennen. Ist schon ein Kultklassiker der deutschen Musikgeschichte, oder? So, Jungs. Ich muss euch wieder vorschicken. Kein Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Ich will jetzt nicht sterben hier. Und? In Position. Okay, geht mal hier in Position. Okay. Dann geht mal... Kann man euch dahin schicken? Los! Okay. Da sind da offensichtlich keine Gegner mehr. Alright. Oh! Tango! Granate! Okay. Sehr gut, sehr schlecht. So, weh, die treffen mich jetzt durch den Maschendrahtzaun, ey. Hä, was ist das für ein Seil? Was ist mit dem Seil los? So, der Boy, der wird der Nächste sein. Gutes Nächtle. Das war aber nicht der, der gerade geworfen hat, weil der hatte keine Mütze auf. Aha. Ei! Boah, erschrocken.
Okay, Jungs, geht mal vor. Heilung. Man könnte das Spiel auch so spielen, wie einfach mit der Karte. Das wäre lustig. Okay. So. Lelele. Bewegung. Kommt mal hier hoch. Alright. So. Ihr Lieben, die Michaela kommt morgen wieder zurück. Aber erst abends. Deshalb wird es morgen entweder, also keinen gemeinsamen Stream geben. Wenn überhaupt, streame ich alleine. Aber wie gesagt, auch nur wenn überhaupt. Bin ich mir nicht sicher. Ansonsten wird der nächste Stream am Montag sein, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir dann das Unboxing. Mal schauen. Je nachdem, wie es läuft. Okay. Nur mal so, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Grob. Okay, abseilen wieder. Hier wird ganz viel abgestylt. Ganz krass. Waffen frei. Nein. Nur zurückschießen. Roger. Hä? So. Seil. Seil. Das sagst du Cosmo auch immer. Seil. Das ist ein knapper Seil. Holen soll. Okay. Okay. Einfach nur abseilen. Nice. Checkpoint erreicht. So. Snake Cam. Ich mag das alles hier. Ne Film. Mars Awakens July 26. 2010. Alter, krass. Okay. Hier war jetzt offensichtlich niemand zu sehen, aber Schützen der Schäfer sind doch immer wieder... Ach, guck mal da. Das ist unser Freund. Die Geisel, die wir retten müssen. Soll ich das gleich machen? Neville lebt noch. Verstanden. Ich informiere Lawrence und melde mich wieder. Und ich? Was soll ich jetzt machen? Bishop, das Ziel bleibt unverändert. Das heißt? Keine Ahnung. Ich kill jetzt einfach den bedrohlichen Typen da. Ich frage mich, ob noch Männer im Raum sind. Ich mach's einfach mal. So. Ja, sind noch mehr im Raum. Oh! Hab ich ihn erwischt? Ist er tot? Nein, hör auf! Scheiße, ich glaube, die haben ihn getötet. Friss das! Jawoll! Aber jetzt ist der Neville auf jeden Fall tot. Scheiße, hätte man den auch retten können? Mission ist auf jeden Fall nicht fehlgeschlagen, ne? Ich will, glaube ich, einen Checkpoint laden. Ich will mal versuchen, ob es auch ohne geht. Neville lebt noch. Verstanden. Ich informiere Lawrence und melde mich wieder. Bishop, das Ziel bleibt unverändert. Ja, ja. Wir suchen uns mal ohne. Tango ist gesichtet. Okay, ja, ja, kommt ruhig. War da gerade eine Granate? Beeilung. Nee. Oh geil, ah geil, ich kann hier. Oh jawohl, ja. Den Scheiß können wir machen. Ist er tot? Ist nichts, Mann. Der ist schon tot. Okay, aber bleib wach. Da liegt er am Boden schon. Das heißt, man kann ihn gar nicht retten, oder? Ja, Alex, ich bin aber nicht so drin. Ich weiß, ich hab jetzt. Ja, das ist eine Funktion. Ich weiß, man kann auch andere Sachen machen, aber. Mit den Michi-Punkten. Warte mal. Ich vermute mal, ich habe jetzt wirklich... Die anderen Boys haben das jetzt verkackt. Wir laden nochmal einen Checkpoint. Mach doch mal Vorschläge, Alex. Ich kenne mich doch da nicht aus. Mach mal Vorschläge, was man da so machen kann. So. Lad mal die Tür zu. Eindringen vorbereitet. Nein. Im Eilschritt. So, bleib mal da. Das Ziel bleibt unverändert.
So, wenn er jetzt tot ist, wenn ich mich da abseil, dann kann ich wirklich nichts mehr machen. Ja, weil meine Boys hier durchgelaufen sind, die haben sogar Tangos. Die sind halt nicht unauffällig genug da rumgelaufen. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Ah, falsches Fenster. Guck, die haben ihn gerade erschossen. Nee, sobald ich mich hier abseile, erschießen die den. Nochmal laden. Ich glaube, ich kann ihn nicht retten. Nicht, dass sie mir beim Laden immer erstmal im Weg stehen, ey. So, in die Ecke mit euch. So, ich seile mich nicht ab. Verstanden. Ich informiere Lawrence und melde mich wieder. So. Bishop, das Ziel bleibt unverändert. Dann müssen wir jetzt hier rein. Aber da machen wir auch Krach. Da schießen die den doch auch dann. Ich hab Schießen gehört schon. Die haben mir gerade erschossen. Man kann den nicht retten. Schau. Alter. Wie krass sind die drauf mit den Schüssen? Mit einer normalen Pistole hat er mir gerade einen Headshot gegeben, Alter. Okay. Nee, dann kann ich nichts machen, leider. Ich hab's alle Varianten probiert. Los, los, los. Neville lebt noch. Verstanden. Ich informiere Lawrence und melde mich wieder. Einnebeln. Nein, stopp. Bishop, komm zu mir. Das Ziel bleibt unverändert. Position halten. Position wird gehalten. Wenn man ab irgendeinem bestimmten Punkt in die Nähe kommt, dann erschießen die den halt. Gut, wenn das eh passiert, dann erschieße ich den jetzt mal. Dass der schon mal weg ist. Er lebt noch! Jetzt lebt er nicht mehr. Toll. Okay. Jetzt hole ich mir die anderen von oben. Wenn man den eh nicht retten kann, ist er eh egal dann. Aber blöd, ne? Wäre cool. Geil. Topf auf den Kopf. Okay. Also man kann ihn vom Spiel aus wahrscheinlich gar nicht retten. Das ist halt das. So, Jungs, guck mal her. Ich hab's geklärt. Scheiße. Sharon Neville ist tot. Okay, ihr habt 6 Freigabe zum Lagerhaus vorzurücken. Oh, das tut mir leid. Tiere. In Bewegung. Rücke vor. Tiere. Wir haben Befehl zum Lagerhaus vorzurücken. Okay. Ja, was ist los mit euch? Ey, die beiden sind die Hölle. Ey, ich kann mich nicht erinnern, ob es im ersten auch schon so schlimm war, aber die kommen gar nicht zu mir. Guck mal, wo hängen die? Die rennen da rum wie die Hasen auf gescheuchten Hühner. Guck mal. Da oben die 2 Punkte. Alter, wirklich, so eine scheiß KI, unfassbar. Das ist ja peinlich, wirklich. Wenn sie wenigstens Maul halten würden jetzt. Bleibt hier. Dann mache ich eben alles alleine. Rum. Das ist ja wirklich übel, ey. Wie sind die hier zu der Einheit gekommen, ey? Wen haben die bestochen? Und mit was vor allem? Oha. Aber scheiße, jetzt brauche ich die. Oh, das ist ein klassisches Vegas-Bild. So kenne ich das von früher. Endlich sind wir zum Casino drin. Aber ich brauche die Jungs jetzt, scheiße. Guck mal, jetzt muss ich mich hier extra drum kümmern. Dass die Jungs hier ankommen? Das kann doch nicht sein, ey. Kann ich nochmal hoch? Toll. Los. Boah, das ist ein richtiger Nachteil jetzt, guck mal. Ich kann nicht mehr hoch. Halten. Herkommen. Jetzt, guck mal, jetzt schaffen sie es. Alter. Das ist ja echt übel. Gib Deckung. Wie wär's mit Maul halten? Ist halt hier undercover, das sollte hier leise sein. Oha. Da hat's einen armen Hotelier erwischt. Haben wir einen Namen? Nee. Dedim. Okay. Könnt ihr kommen und die Tür übernehmen? Oder ist es schon wieder zu viel verlangt? Wow. Unfucking fassbar mit den Boys hier. So, jetzt machen wir erstmal Markier-Action wieder hier. Dass wir den großen Laden hier sauber kriegen. So, die sind an der Tür. Das heißt,
Erstmal der hier. Schaltet ihn zuerst aus. Dann den. Zweite Priorität. Und dann nehme ich den hier halt, ne? Und ansonsten müssen wir gucken, wer noch da ist. Da ist nochmal eine Leiche. Okay. Nicht die falschen Knöpfe drücken jetzt. Ich duck mich. Oh, warte, ich muss näher ran. So, und los Öffnen geht's. Und säubern. Okay, ist noch mehr da? Wer ist noch da? Da hinten ist einer. Wir brauchen mehr Männer. Hey, Jung, bleib mal da. Oh, shit, das ist... Oh, fuck, Granate, Achtung. Da hinten sind sie alle. Oh! Tango am Boden. Das hört man noch gerne. Da ist einer, oder? Jawollo. Noch ein Tango am Boden. Wollt ihr Tango tanzen? Wir tanzen Tango die ganze Nacht. Okay. Jungs, ihr bleibt auf jeden Fall jetzt mal. Hierher. Ja, okay, kommt hierher. Bleibt hier. Aber wartet jetzt erstmal. Oh, geil, schön. Kann ich die auch kaputt machen? Nee. Hauskugel, Old Fashioned, American Dreamer, Smoothie. Ice Crib, Bubble Rush, okay. Okay, ich krieg wahrscheinlich. Die Musik ist wahrscheinlich nicht gut. So. Alright. Ist bestimmt noch alles voll. Da ist hier ein. Ei! Nein! Ach, Scheiße. Gab's einen Checkpoint wenigstens? Wo war der letzte Checkpoint? Oh, war hier. Okay. Ey, Freunde, ich glaube, dann war es das heute für den Stream. Ich wollte keine 3 Stunden machen, das ist mir wieder zu viel ein bisschen. Ich mache jetzt hier Schluss, dann machen wir das nächste Mal, klären wir diesen geilen Raum da und machen da dann weiter. Ah. Das war aber auf jeden Fall jetzt spannend. Ich bin richtig drin wieder. Ich fühl's richtig. Ich bin cool mit dem Spiel. Es fühlt sich genauso an wie der Vorgänger. Und das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Das ist, freut mich. Es ist nur echt schade, dass es nie fortgesetzt wurde, ne? Ist jetzt auch schon ein ewig altes Spiel. Krass, dass da keine Fortsetzung mal war. Die müssen ja nicht Vegas machen, die können ja mal L.A. machen. Rainbow Six L.A. Los Angeles, da gibt's auch viele Gebäude, Stadt und Sachen und was, oder sowas. Das Setting, ich weiß nicht, warum es immer so, weiß nicht, so militärisch, sein muss. Auf jeden Fall eine Steigerung zu 4, was die Gebäude und Dings angeht, muss ich schon sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall da wart. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wie gesagt, der nächste Stream wird vermutlich erst am Montag sein. Und dann schicke ich euch jetzt in den Sonntag hinein und wünsche euch eine wunderschöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oder ciao. I need a status report. Pull in close. We need some 40 Mike Mike in here right now. Requesting air support. Pull up! Okay, copy. West of the smoke. I'm looking at danger close now. Oh, wait a minute.